out on your own into the wild. On the way home with a crooked smile, I will not die until the day our little love has come to stay. I look right through you when you disappear. Tell you everything that I don't know. So let's get up, we're coming down. Nice to meet our little town. So I get up. Liebe Leute, herzlich willkommen zur 23. Folge vom Wisecar Livestream. Ich freue mich ganz besonders, dass es in diesem Jahr nochmal einen solchen gibt. Das war nämlich eigentlich gar nicht geplant, aber der heutige Gast macht das quasi nötig. Also ich freue mich ganz besonders, dass er heute bei mir ist. Wir kommen auch gleich zu meinem Gast. Der erste, der hier live zuschaut und schon kommentiert hat, ist der Marcel. Grüß dich, Marcel. Schön, dass du mit dabei bist. Einer, der also auch in früheren Folgen schon mit dabei war. Für diejenigen, die dieses ganze Prinzip hier, die Sendung vielleicht noch nicht kennen, ganz kurz erklärt: Das Ganze hier ist eine Live-Aufzeichnung. Es ist der 21.12.2017. Es ist 20 Uhr, ganz genau. Und nur jetzt ist das Video live. Wenn ihr es später guckt, dann seht ihr die Aufzeichnung. Das seht ihr auch daran, wenn ihr unten vielleicht an dem Video vor und zurück springen könnt. Das ist ja live nicht möglich. Und es ist eine Live-Aufzeichnung. Das heißt, die meisten Leute gucken es tatsächlich irgendwie erst danach, wenn es dann eben als fertiges Video schon da ist, um eben auch mal Pause machen zu können oder das sehen zu können, wenn es dann eben schon fertig ist. Aber nichtsdestotrotz, es kann eben auch live zugesehen werden und wird ja auch gemacht. Und der Vorteil für die Leute, die live dabei sind, ist eben ganz einfach der, dass sie Einfluss nehmen können auf das Geschehen. Also ihr könnt ja Fragen stellen, ihr könnt Kommentare schreiben, das steht euch frei und das ist auch ganz cool. Ihr seid sogar angehalten, das zu tun, einfach weil das Ganze dann noch lebendiger wird. Und diese Aufzeichnung live mache ich eben genau deswegen, damit ihr die Möglichkeit habt und weil es einfach echter ist, authentischer. Es wird nicht drin rumgeschnitten, was einerseits schön ist, zum Zweiten natürlich auch Arbeit spart, völlig klar. Und ja, das ist der Hintergrund der Sendung. Nur für die, die das nicht kennen, vielleicht heute das erste mit dabei sind. Ansonsten gibt es ja doch eine treue Stammzuschauerschaft, die dann immer mit reinschaut. Da bedanke ich mich auch jedes Mal dafür. Freue ich mich ganz besonders. Okay, achso, eine Sache vielleicht noch, bevor wir anfangen. Diese Facebook-Live-Geschichte hier ist eine coole Sache, funktioniert eigentlich ganz super. Es gibt eine kleine Einschränkung oder ein kleines Problem, nämlich die Kommentarfunktion funktioniert manchmal nur bedingt. Also es kann passieren, ihr schreibt einen Kommentar, den ich oder wir nicht sehen und dann nicht drauf eingehen. Also das ist dann kein böser Wille. Schreibt im Zweifel den Kommentar einfach noch einmal, dann kommt er vielleicht durch. Es kann auch passieren, dass andere Leute live einen Kommentar schreiben, den ich vorlese, den ihr nicht gesehen habt. Und wenn der Stream dann zu Ende ist, sieht man komischerweise dann irgendwie wieder alle Kommentare. Das ist ein bisschen schräg. Ich hoffe, das kriegt Facebook noch in den Griff. Aber egal, wir nehmen es jetzt erstmal so hin, wie es ist. Und ich freue mich also über meinen heutigen Gast. Es ist richtig international. Bei der letzten Sendung war Stefan Johansson hier. Der kommt ja aus Schweden und hat seinen Deutschland- oder Dresden-Urlaub genutzt, um hier herzukommen und saß mit mir live vor der Kamera. Ebenso live vor der Kamera war in der Sendung davor Enna Miau und Martin Seidel da. Und ich hatte mir das ja so ein bisschen vorgenommen. Das wissen die, die des Öfteren zuschauen, dass jetzt doch die Leute immer neben mir sitzen. Das war aber nun heute wirklich nicht möglich, denn der heutige Live-Gast ist kein geringerer als Driftwood Holly. Und der kommt nun wirklich sehr, sehr weit weg. Der kommt aus Dawson City. Das ist im Yukon, also in Kanada, quasi fast schon vor Alaska, wenn man so will. Und ich glaube, Luftlinie sind das, ich meine,
Grüß dich, Nico, hallo. In Luftlinie müssten das ungefähr 7.500 oder 8.000 Kilometer sein. Also es ist eine ganz schöne Strecke, die wir da jetzt zurückzulegen haben sozusagen. Und damit der Gast, also der Holly, trotz allem live hier dabei sein kann, machen wir eben eine Skype-Verbindung. Und wir haben das gestern schon mal kurz angetestet und ich muss sagen, ich war begeistert, dass das doch ohne großen Versatz möglich ist. Ich dachte, das ist dann so wie bei diesen Nachrichtengeschichten, wo der Moderator dann erstmal so eine Weile dasteht, zuhört und dann erst antwortet. Aber nein, das ging gestern sehr gut. Ich hoffe, es geht auch heute sehr gut. Und ich würde einfach sagen, ich hole den Holly hier mit dazu, damit ich nicht zu lange rede. Und dann reden wir doch einfach zusammen mit ihm. Und wie gesagt, habt ihr Fragen an ihn, an mich, an die Sendung, Kommentare, Anregungen, was auch immer, lasst es mich, lasst es uns gern wissen, schreibt es rein, im Zweifel doppelt. Und dann gehen wir natürlich auch gern drauf ein. So, ich würde sagen, lang genug war das Intro. Schon rufe ich an, mal gucken. Es klingelt, ihr hört es. Mal gucken. Doch ein bisschen länger die Leitung. Möchten Sie eine Videonachricht hinterlassen? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte live mit ihm sprechen. Na, warten wir noch. Ah. Das klingt ernst. Ah. Holly, so, warte jetzt. Gehen wir mal hier noch ein bisschen Saft drauf. Da bist du. Schön. Ich sehe dich. Siehst du mich und hörst du mich vor allem auch? Ich sehe dich nicht, aber ich höre dich gut. Du siehst mich nicht? Oh, warte mal. Moment. Dann versuchen wir das noch zu ändern. Warte. Achso, ich habe meine Kamera aus. Warum? Jetzt müsste sie an sein. Warte, jetzt kommt sie gleich. Jetzt müsstest auch du mich sehen, hoffe ich. Siehst du mich? Noch nicht, aber es wird schon gleich werden. Es dauert immer ein bisschen länger her. Achso, alles klar. Ich probiere es zwischendurch immer mal hier mit anzuwerfen. Irgendwie will sie gerade nicht. Ansonsten, nee. Na okay, ich versuche das nebenher mal. Auf jeden Fall trotzdem schon mal ein Hallo an dich. Nee, Kamera funktioniert, er macht sie irgendwie nur gerade nicht off bei dir, warum auch immer. Ich probiere es gleich nochmal. Auf jeden Fall trotz allem vielen Dank, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst, hier mit dabei zu sein. Wenn du jetzt ein bisschen mein Gesicht sehen möchtest, dann nimm's. Vielleicht kannst du den Facebook-Stream dann nebenher lautlos mit aufmachen. Ansonsten ich versuche oder hoffe, dass die Kamera dann irgendwie doch mit anspringt bei dir. Dafür ist sie ja eigentlich da. Also ich sehe ja. Ich sehe sie. Wir können es auch einfach nochmal probieren. Wir können nochmal auflegen und nochmal machen, dann geht's manchmal. Dann machen wir es mal. Okay, komm, dann mache ich das mal. Ich rufe dich gleich nochmal an. Wir haben doch Zeit. So, das ist jetzt nämlich hier der Spaß bei dieser Live-Geschichte. Aber dafür ist es eben live. Das habe ich ja gesagt. Ungeschnitten. Probieren wir es. Mal gucken. Nee, ist wieder aus. Nein, da liegt sie wieder. Siehst du auch nicht, ne? Komisch. Also, wenn ich anrufe, ist sie da und dann geht's und dann ist sie irgendwie weg. Vielleicht liegt das auch an der Verbindung. Ich weiß es nicht. Also, vielleicht klappt es dann. Ich sage dir jetzt trotzdem erstmal Hallo. Danke dir für deine Zeit, dass du sie dir nimmst, mit mir oder mit uns hier zu reden. Und wir, auch wenn du mich jetzt nicht siehst, das tut mir wirklich leid, aber vielleicht kommst du auch. Und jetzt? Ich komme da gut klar damit. Ich komme gut klar. Okay, das ist gut. Dann fangen wir am besten einfach an. Und ich sehe gerade, der Jackie sieht auch schon zu, auf den werden wir gleich zu sprechen kommen. Das ist cool, also dass auch der im Chat ist. Wer den jetzt schon kennen sollte, ohne dass ich es jetzt vorher erklärt habe, der kann natürlich auch gerne Fragen stellen oder schon mitschreiben. Das wäre natürlich eine coole Sache. Und es kommen jetzt hier doch Stück für Stück mehr dazu. Michelle ist mit dabei. Hallo, sagt er. Hallo, Michelle. Und ich würde sagen, wir fangen an. Also, Holly, schön, dass du da bist. Ich habe schon gesagt, heute geht es ganz weit weg sozusagen. Wir sind in Dawson City jetzt angekommen bei dir. Ja, jetzt bin ich gerade in Whitehorse. Das ist also 600 Kilometer südlich von Dawson. Ah, also wir haben unsere kleine Farm da oben mal eine Weile verlassen, weil meine Kinder hier in Whitehorse in sowas wie so eine Abenteuerschule gehen und da ein bisschen mehr draußen sind wie drin. Ah, ja. Eine Abenteuerschule, was macht man da? Die Jungs sind nicht viel im Klassenraum. Die machen also sowas wie so Kanutrips oder die waren jetzt im Pazifik tauchen. Da war mein Großer, der war jetzt 25 Meter unter Wasser mit einer Flasche und ich war nicht mal dabei. Ach was. Und solche Sachen machen die da. Okay. Und dann rechnen die halt die physischen und chemischen und biologischen Sachen da draußen aus, während den Abenteuern, die die eigentlich machen. Ist ja abgefahren. Okay, cool. Und
Ich vermute mal, dass es bei euch jetzt schon ein gutes Stück kälter ist als hier. Wie ist es gerade aktuell so bei euch, die Temperatur? Was? Heute haben wir minus 22. Minus zwei. Und Abgefahren. also es ist eher ein warmer Tag. Ich wollte schon sagen, weil gelesen habe ich nämlich davon, dass es durchaus auch kälter wird bei euch, beziehungsweise hast du es auch mal erzählt bei einem deiner Konzerte. Das erste Konzert, was ich bei dir oder Warte von mal, dir. ich unterbreche dich mal kurz. Ja, Ich lasse bitte. dich mal kurz zum Fenster rausgucken. In Kanada ist nämlich gerade Sonnenaufgang. Mal sehen, ob du das sehen kannst. Oh, ach so, na eben. Es ist ja nicht nur ein räumlicher Unterschied, sondern es ist natürlich auch ein zeitlicher Unterschied. Ich sehe es ja. Cool, ey. Ja. Oh, krass. Geil. Also bei uns ist jetzt früh um 11 und jetzt quält sich die Sonne gerade hoch, weil wir haben ja, heute ist ja der kürzeste Tag des Jahres, Wintersonnenwende. Richtig, genau. Bald. Wird die bei euch auch Und zelebriert? oh Ja? ja, ziemlich. Weil für die Nordländer ist das schon ein ganz schön Ja, klar. großer Tag, wenn die Sonne also dann wieder länger kommt. Es gibt ja jetzt auch viele von unseren Freunden, die noch ein bisschen nördlicher sind wie ich, die Ja. gar keine Sonne haben, wo die Sonne also über den Horizont gar nicht kommt. Und dann hat jeder so seinen Tag, wenn er das erste Mal wieder sieht. In dem Haus in Dorsten, wo ich gewohnt habe, ist er auch 6 Wochen nicht zu sehen. Okay. Krass. Okay, ja, genau. Also unser Tag ist fast vorbei, deiner fängt an. Das heißt, wir leben in der Ja. Zukunft. Das ist cool. Ich gebe dir dann die Ach ja. Lottozahlen durch. Nee. Könnte ich gerade gebrauchen. Ah, stimmt. Aber da kommen wir dann noch drauf. Zu deinem großen Projekt. Vielleicht fangen wir mal ganz kurz, fangen wir mal von vorne an. Und zwar, es werden ja natürlich einige Leute zugucken, die dich kennen und eben aufgrund der Tatsache eben zuschauen. Aber es gucken natürlich auch immer wieder Leute zu, die die Sendung an und für sich gucken und interessiert sind daran, neue Leute kennenzulernen, neue Musiker kennenzulernen. Und das bist du ja. Du bist Musiker, du bist Gitarrist und Sänger. So habe ich dich zumindest kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du noch was anderes bedienst. Aber auf jeden Fall, gut unterwegs auf den verschiedensten Bühnen mit verschiedenen Musikern in verschiedensten Ländern und mit einem Musikstil. Ich glaube, ich habe gelesen von dir, dass du es als Indie-Rock bezeichnest. Würdest du das so sagen oder war das nur so eine Vorgabe da im Internet, die man auswählen konnte? Also ich muss ja jetzt, weil ich auf so vielen Plattformen im Internet bin, immer mal mein Genre mit angeben und Ja. ich habe noch keins gefunden. Also ich wäre echt dankbar, wenn mir das selber mal jemand Ja, sagt, ich was ich kann. eigentlich für Musik mache, weil es gibt klar Indie, aber was heißt Indie eigentlich? Ist das independent, unabhängig? Ja. Ja, das sind wir. Wir machen unabhängige Musik. Wir machen vor allen Dingen vom Genre unabhängige Musik. Also wenn du das erste Album, das wir mit der Band gemacht haben, das ist von Gypsy Funk, Folk bis zu Rock'n'Roll und Singer-Songwriter alles drauf. Und jetzt mit dem neuen wird es nochmal ganz anders. Klar. Ich finde es auch immer schwer, sich vor allem selber als Musiker da in so eine Schublade selber reinstecken zu müssen. Aber es ist ja vielleicht ganz cool, dass. Aber erstmal als Musiker zu bezeichnen, ist ja schon ein Schritt. Stimmt. Aber das darfst du ja durchaus machen und absolut mit Recht. Du hast, also man merkt es ja, du lebst jetzt zwar in, also sagen wir jetzt einfach mal in Kanada, also dein Hauptwohnsitz ist jetzt aber schon trotzdem in Dawson. Ja, Dawson Ja, ist das genau. absolute Basecamp Okay. und wir sind da auch nächsten Sommer wieder dort. Ja, Ja. und bist aber gebürtig, man hört das auch, also nicht Kanadier, so, sondern Deutscher. Bist im Erzgebirge bist du aufgewachsen. Genau, Und in Oberwiesenthal. in Oberwiesenthal, Ja. was ja wiederum nicht weit weg ist von Krottendorf, was mich wieder an die Weihnachtszeit erinnert, wegen der Räucherkerzen und so weiter. Ah, sind das Krottendorfer? Hab ich noch nicht mal angemacht, weil du so schnell angerufen hast. Das mache ich erstmal. Ah. Gibt es ja im Erzgebirge den Streit, wer die besten von den Dingern macht, die Krottendorfer oder die Neudorfer. Heute habe ich mal Krottendorfer, aber ich sage euch, Herr Huss hier in Neudorf, ich habe auch eure da. Sehr cool. Schön. Es kommen hier immer mehr dazu. Die Doreen schreibt, ja, ich sehe euch. Der Jackie hat übrigens auch geschrieben, dass er uns sieht. Die Anja Hey schreibt, Jackie, grüß dich, mein Guter, vermisst dich, aber bald haben wir uns, bald geht's los. sehr schön. Also es kommen immer mehr dazu. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ladet gerne noch ein paar andere Leute ein zum Gucken oder teilt den Stream nachher dann nochmal, wenn es aufgezeichnet ist. Da freuen wir uns. Ich wollte mir übrigens auch eine Räucherkerze anzünden. Ich habe es vergessen. Jetzt habe ich auch keine hier. Ist egal. Ich werde deinen Nebel hier so durch die Leitung mitziehen. Genau, du kannst meins mitnehmen. Ich habe noch, kennst du die noch aus der DDR? Ja, also wir haben auch so ein Häuschen. Unsere ist ein bisschen bunter, würde ich sagen, aber wir haben auch so ein Ding.
Okay. Und da bist du nun also aufgewachsen, hast eine Weile dort gelebt im Erzgebirge und hast dann eben das gemacht, was viele vielleicht so in Tagträumereien so durchgehen und sagen, Mensch, ich wollte mal raus oder ich würde ja gerne, aber mach's nicht. Aber du hast es gemacht. Du bist dann irgendwann, hast dich auf Wanderschaft so sozusagen begeben und bist nach Kanada eben gegangen und hast dich da niedergelassen. Und wie ich gelesen habe, hast du ja sogar die kanadische Staatsbürgerschaft angenommen. Ja, das war alles richtig, was du gesagt hast. Also Ja. jetzt, Kanadier sind wir jetzt erst vor 2, 3 Jahren geworden. Ja. Und bis dahin war ich aber schon, ich bin schon 20 Jahre hier jetzt. Sowas wie Permanent Resident, das ist praktisch, du darfst hier wohnen und leben und hast aber die Staatsbürgerschaft noch nicht, darfst noch nicht wählen gehen und sowas. Ja, braucht. Ja, das war vor 20 Jahren bin ich da hier. Ich bin aber schon immer viel gereist. Ich bin auch vorher schon viel gereist. Und Kanada war eher so ein bisschen auf der hinteren Liste, weil ich wusste, dass das braucht mehr Zeit hier, weil halt die Distanzen auch größer sind und so. Und da bin ich schon eigentlich relativ spät in meinem Reisealter. Bin ja schon in über 40 Ländern gewesen, jetzt dann den Yukon runter gepaddelt nach Dawson City von Whitehorse. Ich habe ungefähr 320 Kilometer gepaddelt, weil ich um einen See rum musste. Da war so viel Wind, da konnte ich nicht drüber paddeln. Okay. Und bin dann in Dawson angekommen und da hat es dann auf einmal gefunkt. Okay, krass. Genau, also weil du dich dann halt in das Land, in die Stadt verliebt hast, weil sonst würde man jetzt vielleicht sagen, okay, man will raus aus Deutschland, das würde ich verstehen, aber dann gibt es ja einen Haufen Länder oder Orte, an die man denken könnte. Also mein erster Ort wäre jetzt vielleicht nicht Dawson gewesen, aber dann bist wahrscheinlich einfach mal da gewesen und hast dann gesagt, hey, cool, hier fetzt es und hast dich dann da niedergelassen. Ja, also ich habe natürlich auch schon. Ich habe die Welt schon immer geliebt. Ich hätte auch auf ein Schiff ziehen können und rumpaddeln und so. Aber Okay. als ich in Dawson da aus dem Kanu ausgestiegen bin, also erstens ist es ja doch so, dass dich Dawson irgendwie ruft. Also irgendwann kommt es mal, wenn du so ein kleines bisschen Jack London-Fan bist, kommt es dir mal auf dem Radar und dann fängst du dir da an, Bilder anzuschauen und dann denkst du, wow, das ist ja noch ein Platz, Klar. der eigentlich so weit weg ist von dem, was wir eigentlich leben, dass man sich da gar nicht vorstellen kann, überhaupt zu existieren. Und ist das jetzt so, wie du es dir vorgestellt hast? Also man sieht diesen Platz, man denkt, hey, hier wäre es schön und macht sich natürlich auch so ein bisschen seine Gedanken. Jetzt hast du viele Jahre da gelebt. Ist es so, wie du es dir am Anfang gedacht hast? Das ist viel schlimmer. Okay, warum? Dawson ist ziemlich einfach zu beschreiben. Du stellst dir einfach vor, dass du in der Muppet-Show wohnst. Okay, Und geil. das aber jeden Tag. Und das hält nicht jeder Frosch aus. Das ist Dawson ist so ein kleiner Schmelztiegel von ganz vielen verschiedenen Sachen. Erstens ist es sehr, sehr weit draußen. Also es ist schon noch eine richtige Wildnisstadt. Das ist Ja. eigentlich mehr ein Camp. Und dann ist es natürlich durch die Arktik hat es eine ganz andere Wetterformation, die mir sehr liegt. Ich mag Winter, ich mag lange Winter und ich mag auch helle Sommernächte und Ich auch. Flüsse und solche Geschichten. Ich Ne? auch, ja. Aber da wird Ja. man wird immer so belächelt dafür, finde ich. Also, oder so komisch angeguckt, wenn man sagt, man hat den Winter gern irgendwie. Also, weiß nicht, jedenfalls hier so in Deutschland. Ich sage das ja auch immer, weil mir das so geht. Ich sitze auch gern im November in Norwegen auf dem Felsen und lasse mich beregnen, weil ich das irgendwie cool finde. Oder sitze eben auch gern im Schnee rum. Aber viele finden das ja dann irgendwie doch doof. Aber das finde ich, macht dich ja umso sympathischer. Cool. Ja, also du wirst sowieso immer belächelt, egal was du denkst. Ja. Irgendjemand, der das eigentlich auch gerne machen will, der belächelt dich halt immer, weil er es selber nicht machen kann. Das stimmt. Aber Guter Spruch. natürlich auch Leute, die Winter nicht mögen, aber ich verstehe das einfach nicht. Jede Jahreszeit hat so ihr Ding, ihr Licht. Im Winter kommt man auch ein bisschen runter, wird es ein bisschen ruhiger im Bauch und so. Und Winter hat natürlich auch, wir haben ja hier die Nordlichter noch mit, was ja auch. Das ist ein Naturwunder, was du nie irgendwie als für selbstverständlich ansiehst. Jedes Mal, wenn du die Dinger siehst und bist da draußen, machst du Boom. Ich Und das hab. ist halt Ich habe herrlich, es wenn du da noch oben nie stehst. gesehen. Ja, ich würde es wirklich gerne mal sehen. Ich habe es noch nie gesehen. Wir sind vorhin so ein bisschen an der Temperatur hängen geblieben. Also du hast ja gesagt, mit 22 oder minus 22 Grad ist das ja quasi noch ein milder Tag. Und ich weiß auch, dass du mal bei einem deiner Konzerte erzählt hast, dass du mal rausgegangen bist bei minus um die 50 Grad waren es da gewesen. Und dass Ja. dir da tatsächlich die Augen zugefroren sind. Ja, das passiert. Also man weiß das auch, aber wenn es passiert, ist es halt immer das erste Mal. Es frieren nicht direkt die Augen zu, sondern dadurch, dass unsere Augen haben ja so ein bisschen Wasser drin, bleiben die Wimpern halt etwas feucht und die frieren dann zu.
Ja, klar. Aber das passiert also sehr schnell. Du merkst schon, dass sich da langsam Eis bildet und dann ist auf einmal so. Ja, krass. Ah, und dann stehst du draußen in minus 50 Grad und denkst, oh, jetzt wird es richtig Mist, jetzt muss ich meine Gedanken zusammennehmen. Und Und ja, klar. man hält sich dann die Hände vor die Augen und haucht dann da rein und Hauch versucht das dran. halt wieder abzutauen und das geht dann auch ziemlich schnell. Aber der Moment ist sehr intensiv, wenn das passiert, ja. Krass. Verrückte Sache. Okay, nee, aber du würdest jetzt nicht sagen, du willst da raus aus der Muppet-Show, also du willst schon da wohnen bleiben. Ah, ich bin mit Dosen noch lange nicht fertig. Ich bin da total verknallt in die Stadt auch. Aber so Es kurz. kommt auch, was ich auch bei keiner anderen Stadt bis jetzt so festgestellt habe, dort wohnen ja nur Verrückte. Und jeden Sommer kommt eine neue Lieferung an. Und man denkt immer mal, naja, irgendwann wird das mal anders, irgendwann wird das mal langweiliger. Und da kommen immer wieder neue Charaktere, immer wieder neue Gäste in diese Show. Und die kann man jetzt auch beobachten. Ich bin ja jetzt schon eine Weile dort und wir haben uns dort auch etabliert und ich habe verschiedene Sachen, kleine Hausboote und solche Geschichten. Und es ist einfach super entertaining. Also man ist immer sehr unterhalten da oben. Ja. Nee, ich bleibe Geil. dort. Geil. Okay, cool. Du bist ja nach Dawson oder überhaupt so in die Welt rausgegangen, nicht, also wir wollen ja mit dir heute reden als Musiker und das soll ja um deine Musik gehen, aber du bist ja eigentlich nicht zwangsläufig wegen der Musik rausgegangen, sondern einfach um des Reisens willen, würde ich mal sagen. Das weiß ich nicht ganz genau, warum ich da hingegangen bin. Ich wusste, ich hatte damals auch in Deutschland ein bisschen eine harte Zeit, hatte mich gerade von meiner Freundin getrennt und ich hatte so ein bisschen eine Dachdeckerei, die ich von meinem Opa übernommen hatte. Und dann konnte man sich so die Zukunft so vorstellen, ne, dass das jetzt doch relativ geradlinig weitergehen würde, wenn ich das weitermache, was ich da gemacht habe. Und ich habe jetzt nicht direkt nach Kanada gesucht, sondern ich bin einfach auf Reisen gegangen, habe meine Augen aufgehalten und dann gab es irgendwo so einen Punkt, wo ich in Dawson war und hab so gedacht, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn du das machst? Und irgendwie schien das dann auf einmal nicht mehr so unmöglich, weil es ist ja nicht wie, dass du mit der Titanic verreist bist, was Klar. nur ein Einwegding war, sondern du konntest natürlich auch wieder zurück und wieder neu anfangen. Du kannst immer wieder neu anfangen. Dann hätte ich mich bei einem Tischler eingeschrieben und dann hätte ich Tische gebaut. Das wäre dann schon wieder irgendwie weitergegangen, aber das Risiko war eigentlich gar nicht so groß, weißt du? Aber den Mut bringt natürlich trotzdem nicht jeder auf, ne? Ich meine, also ich finde es cool. Also Ja. würde nicht jeder so machen. Okay, nee, aber warum ich eigentlich frage ist, der Ist-Zustand sozusagen ist ja, du bist ein super cooler Musiker, der auf vielen auch großen Bühnen unterwegs ist, mittlerweile ja auch mit, also andere coole Musiker mit in seiner Band hat, kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Aber das war ja zu dem Zeitpunkt jetzt eher nicht abzusehen. Und du bist ja nicht, also ich vermute, also so kam es bei mir an, nicht in die Welt rausgegangen, um zu sagen, so jetzt gucke ich mal, wo ich überall Musik machen kann, sondern einfach erstmal, um irgendwas zu erleben. Und ich meine, du hast, bevor du raus bist, ja auch hier in Deutschland schon Musik mal gemacht. Aber jetzt gehst du in ein anderes Land, hast dich jetzt in Kanada sozusagen niedergelassen und fängst jetzt ja quasi wieder von vorn an, Musik zu machen, neues Publikum zu erschließen oder überhaupt Lieder ganz anders zu schreiben und so. Das ist doch so, oder? Du hast von null wieder angefangen. Ja, ich habe schon immer ein bisschen rumgeklimpert und es ist auch immer herrlich, wenn du auf Reisen bist und hast eine Gitarre mit. Ich habe immer so eine alte Gitarre mitgeschleift. Habe aber von mir selber eigentlich, ich habe mich nicht als Musiker gesehen. Ich habe schon gedacht, ich könnte irgendwann am Lagerfeuer mal einen trällern und so. Und habe aber gedacht, ich steige so spät in dieses Game ein, dass das überhaupt nicht, es gibt so viele gute Leute einfach, wo du denkst, na, wie sollst du denn da irgendwie dein Mark hinterlassen? Wie sollst du denn da irgendwie reinkommen, dass da irgendjemand zuhören will, wenn Leute draußen rumrennen wie Eddie Vedder und die ganzen Kunden. Ich brauche gar nicht anfangen. Und irgendwann hat sich es aber immer mehr in die Richtung bewegt, dass ich ja auch in meinem Leben irgendwann wieder einen Beruf anfangen muss, irgendwie wieder einen Job brauche. Und dann habe ich mir überlegt, was halt am schmerzlosesten für mich ist als Okay, Job. ja. Und das wären eigentlich schon irgendwie deinen Lebensunterhalt mit der Musik zu verdienen. Und dann habe ich vor 3 Jahren ernst gemacht, vor 4 Jahren habe ich wieder ernst gemacht und habe all meine kleinen Zimmermannsjobs und solche meine kleinen Holzkunstjobs an den Nagel gehängt und habe 100% meine Attention, wie heißt das auf Deutsch, meine Aufmerksamkeit der Musik gewidmet.
Aber wie macht man das in, also Dawson ist jetzt eine sehr kleine Stadt. Also da gibt es jetzt wahrscheinlich auch nicht unendlich viele Pubs oder irgendwelche Möglichkeiten, wo man da spielen kann. Zumal ja Pubs jetzt auch nicht die dankbarsten Orte sind, um da zu spielen. Gerade wenn man Musik spielt, die es eigentlich verlangt, dass man da ein bisschen drauf hört, auf die Texte hört. Und Ja. also wie bist du das angegangen? Was waren die ersten Bühnen dann da in Kanada? Also erst muss ich dir noch was sagen, Dawson ist eine absolute Musikszene. Das denkst du auch wieder nicht, aber ich habe ja gesagt, es ist die Muppet Show. Okay. Und Johnny Cash hat in der Muppet Show gespielt. Und da kommen immer wieder super Musiker durch, weil auch das Dawson City Musikfest sehr berühmt ist. Und wir haben zwei herrliche alte Bars. Das eine ist ein altes Bordell, was jetzt ein Hotel ist, wo immer mal live gespielt wird. Und das andere ist das berühmte Westminster Hotel, was eigentlich seit 1898 ununterbrochen auf ist und auch total nach links hängt, weil es auf Eis gebaut ist. Und das ist wie ein altes Piratenschiff. Da ist auch sehr oft sehr viel Live-Musik. Und in den Sachen habe ich angefangen. Aber wie gesagt, da spielst du mit den besten Leuten der Welt, die da durchkommen. Und Okay. da war ich einfach auch noch nicht gut genug, weißt du? Und ich habe aber weitergemacht. Ich habe immer weitergemacht. Und habe irgendwann mal einen Musiker getroffen, der gesagt hat, nee, den habe ich gefragt, war ein alter Blueser. Habe ich gesagt, was ist denn das wert, was ich hier mache? Sollte ich das irgendwie mal anbieten? Sollte ich das mal weitermachen? Oder soll ich eigentlich aufhören? Und er hat gesagt, deine Musik ist total in Ordnung, die bewegt auch, aber du spielst die falschen Plätze. Du musst dir Plätze suchen, die zu deiner Musik passen. Und das ist eigentlich, glaube ich, mein musikalischer Durchbruch geworden, weil ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt spielen kann, wo ich will, wenn ich mir das aussuchen kann, dann fange ich natürlich ganz oben an. Dann fange ich an den schönsten Plätzen der Welt an. Und was sind die schönsten Plätze der Welt? Die schönsten Plätze der Welt sind im Kanu. Die schönsten Plätze der Welt sind am Lagerfeuer, aus deiner Wohnstube raus, auf Bergen, in Höhlen, Untertage, Übertage, in Theatern. So, und so habe ich mir immer die schönsten Plätze rausgesucht. Und irgendwie hat sich die Musik, das Publikum und ich zur selben Zeit an diesen Plätzen getroffen. Und darum funktioniert es, glaube ich. Cool. Jetzt muss ich mal ganz kurz unser Gespräch insofern unterbrechen, als dass ich dir mal sage, es sind wirklich einige Leute hier so unterwegs und die viel schreiben. Der Kenny schreibt zum Beispiel: Yippie, alles funzt gemeinsam vor der Klotze. Die Doreen Kretschmer sagt: Willi, du brauchst dringend eine Yukon-Tasse. Da kommen wir dann auch nochmal drauf. Da gibt es ja so einen Ja. tollen. Ja, genau. Da kommen wir dann aber auch nochmal drauf. Der Jackie guckt zu, wer den kennt oder nicht kennt. Das ist der Bassist von zum einen Driftwood Holly, zum anderen auch von der Band Silly. Warum der jetzt hier mit im Chat ist, das werden die Hintergründe noch nicht kennen, gleich dann noch erfahren. Frank Blaue schreibt, man könnte denken, er sitzt im Nebenzimmer. Der Volker schreibt Haufen kryptische Symbole, freut sich offensichtlich auch. Und die Anja sagt, wir sind ein cooler Treibholzstamm. Der Marcel schreibt nochmal, wie hat es ihn dahin verschlagen? Okay, das hatten wir eigentlich gesagt, du warst viel unterwegs und hast dann bist ja quasi da vorbeigefahren, als hängen geblieben, als Weltenbummler da vorbeigekommen und hängen geblieben, um das abzukürzen jetzt. Also viele Leute schauen zu, liebe Leute, also ihr seht, die Kommentare kommen an. Ich weiß nicht, ob alle ankommen. Schreibt im Zweifel, wenn wir auf einen nicht eingehen, einfach nochmal. Auch wenn ihr Fragen habt, nutzt es doch einfach. Das ist der Vorteil dieser Live-Sendung. Also wenn ihr Fragen an den Holly habt, ich muss nicht der Einzige sein, der sie stellt, sagt einfach gern Bescheid. Okay, so, jetzt bist du dort oben in deinem Yukon gewesen und plötzlich ergab es sich, dass du einen Musiker kennengelernt hast, mit dem du noch immer jetzt in der Band bist. Und das ist der Jackie, den ich gerade angesprochen habe, von der Band Silly, also der zuvor eben noch nichts mit dir zu tun hatte, dann aber dazu kam. Das ist natürlich auch eine Riesengeschichte. Das ist eine Riesengeschichte. Der Jackie ist Bassist bei Silly und ich weiß nicht, ob du Silly gesagt hast, aber ich glaube, du Nee, hast Silly Silly, gesagt. dann kam es schlecht rüber. Silly, nee, klar. Silly, ja. Und ja, wie war die Frage, wie wir uns kennengelernt haben? Du könntest das mal erklären, ja, weil das ist ja jetzt, also jetzt der Ist-Zustand ist, du spielst mit ihm zusammen in einer Band, aber das ist ja nun nicht unbedingt üblich, dass man dem Bassisten von Silly über den Weg läuft und dann mit ihm zusammen in der Band spielt. Nee, das hat mich auch ein bisschen umgehauen. Und zwar habe ich von einem deutschen Liedermacher ein Buch gelesen, was in meinem Auto liegen geblieben ist. Und der Jackie war mit seiner Frau in Dawson auf Urlaub.
und hat mein Auto gesehen und hat irgendwie geschlussfolgert, dass das also ein paar Beulen hat, also ein Einheimischer ist hier. Und er hat aber nur dieses Buch, wo er den Autor kannte, im Auto gesehen und hat das fotografiert. Und hat, so sind wir in Verbindung gekommen. Also es ging über das Buch. Und ich habe in der Zeit schon immer mit dem Pavel Oswald Kontakt gehabt. Der Der hat Geiger. Geige auf meine Lieder gespielt, Ja. ein tschechischer kleiner Zauberer. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich irgendwann mal aus dem Nest mit meiner Musik und ich mache mal so eine Mini-Deutschland-Tour mit dem Pavel. Ein, zwei Konzerte mit dem Pavel und den Rest alles solo. Und das hatte der Pavel falsch verstanden und da wollte gleich die ganze Tour mitspielen. Und da habe ich gedacht, okay. Und in der Zeit bin ich mit dem Jackie. Jackie hatte mich dann kontaktiert und da hat es mich natürlich fast umgehauen, weil ich gedacht habe, was will denn der jetzt von mir? Ah, na klar. Ich weiß ja, was der macht. Ne? Da fängst du ja sofort an, auf YouTube rumzustöbern, was der schon alles gemacht hat. Der Mann steht 40 Jahre auf der Bühne Ja, klar. und will jetzt mit mir anfangen. Warum? Ja, aber geil. Und da hat er gesagt, er hätte ein Video von mir gesehen. Da habe ich mal einen Gig gespielt in Kino City, in irgendeiner dunklen Oktobernacht. An einem Donnerstag, da war nur eine Person da. Die ganze Stadt hat nur 11 Einwohner. Okay, Und geil. diese eine Person, die musste dann los. Und da waren praktisch null Zuschauer. Wie Und da geil. habe ich mit einem Freund von mir, der eigentlich nicht gerne auf der Bühne ist, dem das sehr gefallen hat, dass da keine Zuschauer da waren, Like a Hurricane von Neil Young gespielt und habe dazu gesungen. Und das Video, genau das Video, wo niemand da war, hat der Jackie irgendwann im YouTube gefunden, hat sich das angeguckt, hat meine Stimme gehört und hat gefragt, ob da die Tour in Deutschland mitspielen kann. Boah, geil. Ja. Geil. Das ist richtig cool. Und Jackie ist ja, hat ja sogar einen Signature-Bass von Warwick, habe ich gesehen. Das ist ja der Oberknaller. Also, Ja. Da Tim. gibt es zum Beispiel eine Situation, als der Jackie dann das erste Mal in Dawson mit war, da kam er dann hier rüber geflogen und hat mein CD-Release für Little Lily Mammoth Hair mitgespielt. Und da kam dann natürlich ohne Bass hier an, weil das schwierig ist, mit den Instrumenten zu fliegen. Und da hatte ich ihm so einen Fender-Bass gegeben. Und dann musste man das halt mit dem Fender spielen. Und er spielt ja eigentlich Warwick Ja. Ach und so, hat auch weltweiten Servicevertrag mit Warwick. Und dann ist das wirklich passiert. Dann kam dann bei mir so ein Pappkarton an. Mit dem Warwick-Bass drin und er bittet dem Jackie Gresnicek zur Verfügung zu stellen, wann auch immer er hier in Boston City wieder mal spielen ist ja will. geil. Wie geil. Der Jackie sagt, ja, so ist es manchmal im Leben, hat er hier rein kommentiert. Und der Kenny, vielen Dank an dich, Kenny, der sagt nämlich, Willi, du machst es übrigens sehr gut, was du da machst. Vielen Dank, freut mich. Und ja, damit haben wir schon zwei, beziehungsweise eigentlich ja drei deiner Bandmitglieder, also deiner Band vorgestellt, also abgesehen von dir eben den Jackie und den Pavel an der Geige, den ich ja auch schon live erlebt habe, genau wie du es gesagt hast, ein kleiner Zauberer, super geil. Und Ja. jetzt Red aktuell. ruhig weiter, ich hole mir noch mal einen Kaffee. Mach das mal. Wenn du mich noch hörst, ist ja alles gut. Ja, Jetzt. ich höre dich, ich bin nur hinter der Kamera. Warwick, danke, sagt der Jackie nochmal. Genau, also vielen Dank dafür. Und das ist eine saugeile Geschichte mit dem Bass. Nee, und die anderen Bandmitglieder, kommen wir jetzt gleich mal noch drauf. Was ich ja verrückt finde, ist, du bist ja von den Bandmitgliedern oder von den Musikern, mit denen du jetzt hier gerade eben auch so offiziell spielst, wohnst du ja nicht zusammen. Du wohnst eben da in Kanada, die anderen wohnen in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob der Pavel jetzt in Tschechien wohnt oder auch in Deutschland. Jedenfalls wohnt er nicht bei dir. Aber ist nomadisch. Was ist er? Der ist nomadisch. Ach so, nomadisch. Okay. Naja, aber zumindest werdet ihr ja nicht permanent die Gelegenheit haben, miteinander zu proben. Wie lösten ihr das? Tja. Das wissen wir auch noch nicht. Wir spielen die Touren immer und danach wissen wir, was wir falsch gemacht haben und dann wollen wir üben, aber dann bin ich immer schon wieder weg. Okay, krass. Es gibt nicht. Das ist, Billy, das ist, glaube ich, was die Band auszeichnet. Wir haben noch nicht ein einziges Mal. Ein einziges Mal haben wir geübt. Und zwar, wo der Jackie Resnicek von der Autobahn abgefahren ist und mich das allererste Mal getroffen hat, 2 Stunden vor dem Gig. Und dann habe ich gesagt, komm, wir müssen uns wenigstens mal einmal hinsetzen und kurz mal anfühlen, wie das zusammen ist, damit wir dann nicht auf der Bühne erschrecken und denken, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir sofort hier abhauen, ne? Ja, klar. Und da haben wir meinen König angespielt und beim ersten Ton hat der Jackie gesagt, dass ich in der falschen Tonart spiele.
Und da hab ich geantwortet, nee, nee, das ist mein Lied, ne? Cool. Und dann hat er gesagt, na, das ist aber nicht, wie es auf der CD ist. Und dann hat er wirklich auch noch recht gehabt. Wie geil. Und da habe ich gemerkt, dass der Jackie schon alle Lieder konnte von Okay. mir. Der hat das ganze Ding auswendig gelernt. Geil. Und dann haben wir praktisch aus den 3 Liedern sind dann 30 geworden an dem ersten Abend. Im Kleeblatt haben wir da gespielt, eine kleine Sache in Zwickau. Und haben schon gemerkt, dass das also sehr harmoniert, die ganze Geschichte. Wir können also, die müssen ja sowieso alle hinter mir her spielen, weil ich der schlechteste Musikant in der ganzen Combo bin. Aber ich habe also auch sehr viele Tempoänderungen drin. Die Jungs müssen sich oft an meiner Stimme anlehnen, wo das Lied eigentlich lang geht. Aber die 5, die halt jetzt da zusammen sind, die können das. Die können das Ja. einfach. Und so Genau. ist das. Das ist ein total synchroner Fluss, der da entsteht. Ja. Weiß auch nicht, warum. Passiert. Wird immer nur unterbrochen, wenn ich eine Saite zerreiße. Ach so, kommt das öfter vor? Obwohl, ja, stimmt, habe ich einmal sogar erlebt, dass. 73 Mal auf der letzten Tour. Wie bitte? 73 Mal auf der letzten Tour. 73 Mal, was machst denn du mit deiner Ja. Gitarre? Das ist ja der Hammer. Das hat auch noch niemand rausgekriegt. Dann brauchst du also keinen Warwick-Bass-Sponsor, sondern einen Elixier-Seitensponsor oder sowas. Den habe ich jetzt mit Ernie Ball. Ah, Die okay. sponsern meine Seiten. Ah, Die haben perfekt. eine unzerreißbare Seite oder eine. Ja, also ich bin schon beim dritten Paket. Ist ja genial. Also die testen das jetzt an dir, bis es nicht Wollen mehr aber weitermachen. Aber es wird auch besser. Es wird eigentlich nicht besser. reißt. Cool. Aber kommen wir halt gleich mal noch zu den anderen beiden Bandmitgliedern. Also Jackies Sohn ist mit dabei am Schlagzeug. Basti. Genau. Seit wann ist der mit dabei? Puh, ich bin nicht so gut in Zahlen. Da kam irgendwann von rechts rein. Ich weiß gar nicht warum. Okay. Irgendwann haben wir mal mehr Druck gebraucht für einen größeren Saal. Mann, Okay. ich weiß überhaupt nicht, wie ich zu dem Basti gekommen bin jetzt. Ja. Auf alle Fälle ist das aber auch, also ein absoluter Zauberer. Der spielt ja bei Stamping Feet Ja. und hat eine Riesenshow in Berlin gehen mit dem Romano. Ist ein Hip-Hop-Artist aus Köpenick, glaube ich. Und alle, denen seine Bands gehen total ab und die gehen ab, weil der Basti da drin ist. Und der ist ja Percussionist und Trommler und Sänger, alles zur selben Zeit. Oh, das ist krass. Und hat auch, alle meine Musiker, die in der Band sind, sind Leute, die erst den Song anfühlen und sich dann ausdrücken. Das ist nicht mit jedem Musiker so. Viele Leute bringen ihren Stil mit rein. Und dann kommt der Stil zuerst und dann wird der Song angehört. Und das funktioniert halt mit meiner Musik nicht, weil meine Musik viel auf dem Vibe basiert. Auf dem Gefühl, was der Text ausdrückt. Also ich habe Lieder, die können 500 Jahre alt sein. Und da kannst du nicht oben mit irgendwelchen Blechrasseln rumrasseln, sondern da musst du tief runter. Und sowas, das kann halt der Basti alles lesen. Und darum ist es auch super aufregend, was jetzt passieren wird mit den neuen Liedern für Casanova, für unsere neue Platte, weil ich kenne ja alle Lieder jetzt schon, aber die Band ist noch nicht drauf. Die Band ist noch nicht drauf. Und der Basti hat jetzt das erste Mal so ein Lied nur ein bisschen angetestet und hat da was drunter getrommelt. Und das, Okay. ja, also bin ich sehr froh, dass der dabei ist. Und wir verstehen das natürlich auch menschlich total gut, dass Übrigens, ein Basti, ne? Chain feiern. schön. Die Anja Blaue schreibt übrigens bei der Aura-Aufnahme in Röhrsdorf. Kann das sein, dass ihr euch da dann kennengelernt habt, Oh, dass das gemeint war? ja, das kann auch sein. Können wir vielleicht mal ganz kurz dazu sagen. Also du hast eine Platte gemacht, ich zeige das mal hier für die Leute in die Kamera, nämlich noch vor der besagten Aura-Platte. Das war die, die du auch gerade schon genannt hattest, die rote Scheibe Little. sozusagen, genau. Little Lily Mammoth Hair, die ich mir direkt bei dem Konzert gekauft hatte in der Feuerwache Loschwitz war das. Ich habe hier ein Autogramm von dir drauf sogar. Und das war ja noch so eine, ja, sagen wir mal, so eine schmal besetzte Platte sozusagen. Und dann seid ihr, wie das die Anja eben gerade schon schrieb, und man sieht es bei dir auch im Hintergrund, ins Studio gegangen nach Röhrsdorf, Schloss Röhrsdorf. Und Mal schönes Ding, ne? habt die zweite Scheibe aufgenommen. Und der Holly ist gar nicht so klein, die Platte ist nur so groß. Weil es nämlich keine CD ist, sondern eine Schallplatte. Aber, also weil ihr beides gemacht habt, CD und Vinyl. Ja.
Richtig, richtig geile Platte. Und bevor wir aber jetzt zur Zukunft und weiterem kommen, erstmal fehlt uns noch ein Bandmitglied und außerdem kamen hier noch Kommentare. Die Katrin Becker schrieb, ihr seid so genial. Die Antje fragte oder sagte, dass sie gerade zur Sonnenwendfeier sind und fragt, ob es das bei euch auch gibt. Das haben wir vorhin schon beantwortet. Da musst du dann das Video nochmal von vorn gucken. Aber ja, es wird auch da zelebriert, um das kurz zu sagen. Und dann würde ich sagen, stell du doch gern mal noch den fünften Mann im Team vor. Der Adrian Dane. Genau, von den White Adrian Dukes. Dane spielt eigentlich bei den White Dukes. Ja. Und wenn irgendjemand nichts zu tun hat und viel Geld machen will, dann sollte er die White Dukes managen. Eine absolute Hammerband aus Berlin, drei wunderschön aussehende junge Männer, die eigentlich eine jüngere Version von Deep Purple sind. Und also fantastische Musiker. Und der Adrian kam dann bei uns dazu und hat mich von Anfang an gefragt, ob er bei uns Pedal Steel spielen kann, weil er das in keiner anderen Band spielen kann. Und dann habe ich gesagt, klar, mach was du willst. Und das ist auch ein Mensch, der ein unglaubliches Soundspektrum auffahren kann. Okay. Also das ist natürlich auch ein sehr enthusiastischer Solospieler, wo man manchmal einen Stein rüberschmeißen muss, dass er wieder aufhört. Sonst wird das Lied 25 Minuten lang. Aber der Adrian hat ein wunderbares Einfühlungsvermögen in die Situation des Liedes auch und hat eben von der Musikkunst überhaupt keine Limitation. Der kann spielen, was er will. Der kann das Okay. in jede Ecke drücken. Das ist immer was, was ich mir gerne wünschen würde, Ja. machen zu können. Aber deswegen haben wir halt die besten Leute am Job gerade. Also ich glaube, ich habe in Deutschland, das war wie Blumenpflücken, was ich da gemacht habe. Und Ja. die sind jetzt alle ein schöner Strauß geworden. Wir haben ein absolutes Top-Team am Ja. Start. Geile Truppe, ja. Jackie, Doreen und Volker schreiben gerade, dass er auch bei East Blues Experience spielt. Ja. Na? Habe ich jetzt übrigens auch gesehen mit Pedal Steel bei East Blues. Hat er sich jetzt durchgesetzt? Ja, aber das ist ja auch eine geile Band. Also East Blues ist ja, da bin ich auch ein bisschen Fan. Da bin ich auch ein bisschen Fan. Wir durften ja auch schon immer mal mit dem Peter spielen von East Blues. Und ich hatte auch schon mal einen Peter und einen Adrian zusammen auf der Bühne. Und das geht schon ab. Ja. Stimmt, und der Jackie, das schreibt der Volker gerade noch ergänzend, sagt, dass der Volker sagt, dass der Jackie da ja auch spielt. Und die Dagmar schreibt, ich freue mich schon aufs Wiedersehen und hoffentlich viele neue Gesichter. Dagmar Polster, falls du die kennst. Also sind Ja. viele Leute von dir mit dabei hier. Cool. Also, dufte Truppe, cool, dass ihr euch so zusammengefunden habt. Was ich jetzt eigentlich die ganze Zeit schon mal sagen wollte, was ich ja auch nochmal richtig besonders finde, jeder Musiker hat ja so ein bisschen auf der Bühne so ein bisschen sein eigenes. Und bei dir ist es, fand ich immer so diese Bühnendeko so geil. Also mit diesem, das Mikrofonstativ mit dem Holz drum und so. Und also damals zu dir, als das erste Album noch aktuell war mit dem Mammut. Und machst du eigentlich diese Schlüsselsache noch? Ist das immer noch aktuell? Ja, ich will mal kurz was zu diesem Musikständer, Ja? diese Mikrofonständer sagen. Weißt du, wie das entstanden ist? Nee, sag mal. Und zwar bin ich ja, wird jetzt jeder schon wahrscheinlich wissen, aber ich bin ein ziemlicher Neil Young-Fan. Und Neil Young hat mal so ein bisschen so eine Bühnendeko gehabt, die war so ein bisschen heimlich, so ein bisschen wie in der Wohnstube. Und alles sah wunderschön aus, alles war mit Teppichen und das alte Klavier und die alte Orgel da drauf. Und das Einzige, was mich total gestört hat, waren diese Metallstangen, wo diese Mikrofone dran staken. Das sah furchtbar aus. Ja. Und da habe ich dann mal so einen Mikrofonständer auseinandergesägt und habe einen aus Holz gebaut, dass Cool. das mal ein bisschen schöner aussieht. Und habe Ja. gedacht, jetzt probiere ich mal, wie ich den zum Neil Young bringen kann. Geil. Und irgendwann waren wir mal auf Salt Spring Island. Das ist eine Insel unten um Vancouver rum, in den Gulf Islands. Und auf dieser Insel wohnt der Randy Bachman. Der Randy Bachman ist von Bachman Turner Overdrive und ein guter Freund von Neil. Jedes Mal, wenn Neil in Vancouver spielt, dann spielen die immer mal zusammen. Und da habe ich gedacht, wenn ich das bei dem abgebe, dann gibt es eine gute Chance, dass der das in Neil irgendwann gibt. Ha. Und aber nicht mehr, hat dort nicht mehr gewohnt und damit ist die ganze Aktion eigentlich geplatzt gewesen. Bis mich dort jemand zu einem Mann verwiesen hat, der auch ein Studio hat und hat gesagt, geh mal zu dem, red mal mit dem.
Und der Mann heißt Daryl Junker und bei dem habe ich angeklopft und da habe ich so einen älteren Herrn erwartet und der war aber genau mein Alter und hat wüsteres Haar gehabt, weil ich habe ja keins mehr. Und ich habe gesagt, hier ist eine Kiste, da ist ein Mikrofonständer drin, kannst du die zum Randy Bachmann bringen, habe ich noch damals gesagt, nicht mal zum Neil. Und da hat er gesagt, bau das Ding mal auf, ich gucke mir das Ding mal an. Da hat er sich das Ding angeguckt, dann ging er in den Nebenraum und kam mit einem kleinen Papier wieder. Und hat gesagt, guck mal, was ich gestern unterschrieben habe. Da habe ich drauf geguckt und da wurde der Stage Manager für Neil Young und Crazy Horse für die nächste kanadische Tour. Ach was. Ja, und krass. Da hat er gesagt, das scheint zeitlich sich ganz gut auszugehen. Wir mussten nur unterschreiben, dass wir keine Geschenke mitbringen für Neil, weil der wahrscheinlich in solchen Mist ertrinkt. Ja, ja, klar. Da hat er gesagt, ich mache es aber trotzdem, ich nehme das mal mit. Und dann ist das wirklich, also 4 Monate später habe ich dann eine Nachricht bekommen von ihm. Ich war gerade in Mexiko, hat er mir eine E-Mail geschrieben, ruf ich mal an. Und dann hat er gesagt, Neil sagt schönen Dank, er hat es gekriegt, er schafft es nach Kalifornien in sein Studio. Und er bedankt sich sehr. Also er hat das wirklich gekriegt. Und dann hatte ich natürlich keinen mehr. Und dann habe ich wieder neue gebaut und habe jetzt einen in Europa, also einen in Deutschland und einen hier. Und das ist einfach viel schöner, in die Stöcke reinzusingen, wie in diese Mitarbeiter. Boah, was für eine geile Geschichte. Also das kannte ich, die kannte ich noch nicht. Genial. Ja, ich habe auch immer mal Klick. Irre. Cool. Genau, jetzt aber nochmal die Schlüsselsache. Machst du das noch? Ja, die Schlüsselsache wird immer größer. Erklär das mal für die jetzt noch nie auf einem Konzert von dir waren. Wir haben also, warte mal. In der DDR gab es doch diese alten Kastenschlossschlüssel, ne? Die Lacken, die Bärden, ja, solche. Ja. Jetzt habe ich direkt so einen, habe ich jetzt nicht da, wie aus der DDR, aber so eine typische Schlüsselform. Und die haben mir schon immer gefallen. Wir haben alte Schlüssel, haben mir schon immer gefallen. Und irgendwann war ich mal auf dem Flohmarkt und da habe ich 11 solche Schlüssel für 5 € oder was auch immer gekriegt. Und habe gedacht, ich habe den beraubt, ne? So schöne Schlüssel für so wenig Geld. Und dann sind die aber immer in meinem Auto rumgeflogen und dann habe ich gesagt, was mache ich denn mit den Schlüssel eigentlich? Und da habe ich damals noch so eine kleine Mini-Bühne gehabt, das war so eine große Holzscheibe und da habe ich zu einer Show, in der Kulturinsel, glaube ich, in Kirchberg, habe ich diese 11 Schlüssel in so einem Kreis aufgelegt und habe zu den Leuten in der Pause gesagt, wenn ihr euch so einen Schlüssel wegnehmt hier, damit könnt ihr eure Türen aufschließen oder zuschließen, die in eurem Leben klemmen, so diese mentalen Türen, die wir alle haben, ne? Wo du dann denkst, irgendwas muss ich jetzt mal abschließen. Das ziehe ich jetzt schon 20 Jahre hinter mir her und es wird einfach nicht besser. Ja, ja. So, oder du hast halt was du vor dir herschiebst, wo du immer denkst, na, mache ich das mal noch oder nicht, ne? Klar. Und wenn du aber so einen Schlüssel in der Hand hast, dann gibt es dir so ein Gefühl, als wenn du wirklich wieder am Steuer sitzt. Du hast also diesen optischen Schlüssel. Ja, ja. Verstehe. Und die mentale Tür. Klar, klar. Und auf alle Fälle in diesem Konzert waren alle 11 Schlüssel weg nach der Pause. Und da habe ich gedacht, wow, also als Mitteleuropäer gibt man ja schon erstmal in der Öffentlichkeit überhaupt nicht zu, dass man ein Problem hat. Und dann habe ich auch gemerkt, dass da sofort auch Geschichten zurückkamen und eine große Nachfrage nach mehr Schlüsseln auf einmal da war. Und da haben wir dann so einen kleinen Aufruf gemacht, dass die Leute uns Schlüssel spenden. Und seitdem haben wir also schon weit, weit über 1000 Schlüssel ausgegeben. Krass. Und da kommen ganz viele lebensverändernde Geschichten zurück. Leute haben sich gefunden, Leute haben sich getrennt, Leute haben Kinder adoptiert. Da sind Schlüssel in Särgen drin. Ach so, krass. Das wird wahrscheinlich ein Buch, ja. Doreen schreibt, mein Schlüssel ist immer bei mir. Peter Singer schreibt, hallo Holly und die anderen konnte mich leider erst vor wenigen Minuten zuschalten. Macht nichts, Peter, du kannst es danach nochmal in der Wiederholung sehen. Jackie schrieb, Geilomat, das war, glaube ich, auf diese Mikrofonständer-Sache bezogen. Anja Blaue sagt, meiner auch, also mein Schlüssel auch immer bei mir. Coole Sache. Und du hast jetzt also noch genügend Schlüssel oder müssen wir jetzt nochmal einen Aufruf starten, dass nochmal neue zu dir kommen? Wir haben nie genügend Schlüssel. Also dann, liebe Leute, nochmal gucken, ob ihr noch einen alten Schlüsselbund da habt. Aber nur die alten Dinger, nur die alten, alte, nur die alten Bordschlüssel. Ja. Schickt mir keine Sicherheitsschlossschlüssel oder Aluminiumschlüssel. Genau. Nur die gehen. Katrin Becker schreibt, meiner auch. Und Rainer Donat schreibt, habe auch einen.
Na, wer noch? Wow, dann die Schlüsselgänger da dran, ne? Volker Ja. Nofke schreibt, wir sind alle Schlüsselkinder. Na, wer noch? Schreibt mal noch ein bisschen. Ich habe übrigens keinen, aber vielleicht wird es noch. Nee, schön. Wenn du einen willst, kriegst du Ja, einen. ich werde Das ist dich. halt ein völlig regelfreies Ding, ne? Entweder man glaubt an eine Sache oder nicht. Das kann ja jeder sich selber aussuchen. Und es ist also völlig risikofrei. Und wenn der Schlüssel seine Arbeit gemacht hat oder auch nicht, dann gibst du ihn einfach weiter. Oder haust ihn weg. Mach, was willst du damit. Dagmar Polster schreibt, ich auch. Britt Böhlmann schreibt, ich. Also, es kommen ein paar zusammen. Verrückte Das Sache. können 1000 werden, ja. Ja, wenn wir noch ein bisschen weitermachen. Aber so viel Zeit hast du ja heute leider nicht. Heute ist ja Interviewtag bei dir, ne? Ich bin heute auf 4 verschiedenen Radiosendern. Der Hammer. Wo bist du noch? Was kommt denn als nächstes? Jetzt, du Also hast. nachher bin ich hier im kanadischen Nordradio mit meinem Freund Daniel zusammen. Ich habe ja ein neues Lied geschrieben und da kam der Daniel dazu und hatte eine Melodie draufgehauen, die also nicht mehr zu trennen ist von dem Lied. Dass da vielleicht jetzt sogar auch das neue Album auch noch mit drauf muss. Okay. Ja, und dann spreche ich natürlich über unseren Fundraiser, den wir laufen haben. Heute Genau. im kanadischen Radio nochmal. Und dann habe ich im Januar, gehe ich ins Gefängnis, um meinen ersten Gig im Gefängnis zu spielen, hier in Whitehorse. Krass. Okay. Irre. Okay, jetzt ging es hier schon weiter. Anja Blaue sagt, wir sammeln schon fleißig. Kirsti Mende sagt, jeder sollte einen Schlüssel haben. Heiko Schütze sagt, ich habe auch einen ganz schönen. Also es werden immer mehr hier. Du merkst schon. Ja. Jetzt wollen wir eben, weil ja heute noch der Tag so voll ist bei dir, auf jeden Fall mal noch zu dem sprechen, auf das zu sprechen kommen, was jetzt eigentlich mit am wichtigsten ist, gerade nämlich dein aktuelles Projekt, an dem du arbeitest oder an dem ihr arbeitet. Wir haben es ja gerade schon gesagt, zwei Platten von Driftwood Holly sind schon entstanden und eine dritte soll entstehen. Ja. Und dieses Projekt, dieses Abenteuer wird jetzt also gerade angestoßen. Läuft unter dem Namen, willst du es selber sagen? Nee, ist auch gut. Also The Venice Project habt ihr es genannt und ihr habt also vor, dieses Album, was jetzt hier aufgenommen wird oder aufgenommen werden soll, eben nicht mehr im Schloss Röhrsdorf aufzunehmen oder am Yukon, sondern in Venedig. So habe ich das Ja. erstmal richtig rausbekommen. Und wie das eben so ist, in der Albumproduktion, und das ist eben immer so ein bisschen die Sache, das wissen die Musikinteressierten, wissen das, die Musiker wissen das natürlich auch, was da alles so dranhängt an so einer Albumproduktion, was da für Arbeit drinsteckt, was da für Zeit drinsteckt und natürlich auch, was da für Geld drinsteckt, dass das eben nicht einfach mal so kurz ins Studio ist, fix aufgenommen und dann hat sich das erledigt da. Das sind ganz große Hintergründe. Je tiefer man in so einer Sache drinsteckt, desto mehr weiß man das. Und dann weiß man eben auch, so eine CD-Produktion ist erstens nicht schnell gemacht und zweitens schon gar nicht günstig, wenn sie ordentlich werden soll. Und weil man als Musiker nicht unbedingt immer so liquid ist, dass man derartige Massen von selbst aufbringen kann, gibt es ja so eine schönen Sachen, die man nicht nur als Musiker nutzen kann, sondern auch als ein anderer, der eine tolle Projektidee hat, eben Crowdfunding-Projekte oder gibt ähnliche Bezeichnungen dafür, aber das Prinzip ist ja die Crowd, die Leute, die das eben gut finden, dieses Projekt, sei es musikalisch oder nicht, unterstützen das eben mit einem finanziellen Beitrag und dann kann man also eine Spendensumme angeben und sagen, auf diese Summe würde ich gern kommen wollen, damit mein Projekt funktioniert. Und genau das hast du bei deinem letzten Album bereits gemacht und auch das machst du gerade ganz aktuell für dein aktuelles Album, also für das, was jetzt entstehen soll. Auf Kickstarter.com hast du ein Projekt laufen gerade, also eine Spendensammlung laufen. Soweit erstmal richtig zusammengefasst von mir. Ganz genau. Da haben wir, Genau. glaube ich, gestern die 15.000 Euro durchbrochen. Ich hab's gesehen, genau. Ich hab's nämlich Auf gerade unserem hier. Weg zu 25. Richtig, ich hab's jetzt gerade offen, Und genau. ich kann die Zahlen auch manchmal nicht glauben, Ja. aber das Projekt ist groß jetzt und ist aufwendig. Wir sind ja wirklich auch eine interkontinentale Band. Also da muss hin und her geflogen werden. Und mit Venedig habe ich mir auch keinen billigen Platz rausgesucht, die Sache zu machen. Und wir haben uns auch kein billiges Studio rausgesucht. Da sind ziemliche Profis am Werk jetzt, aber die Situation, die jetzt entstanden ist mit der Musik und mit den Leuten, die an Bord sind, das hat einfach nach einem größeren Projekt geschrien.
Die Sache muss jetzt richtig festgehalten werden. Und diese ganze Crowdfunding-Geschichte, wo also die Fans eigentlich, wo du direkt nur zu den Leuten gehst, die eine Beziehung zu deiner Musik haben oder die eine Beziehung zu deiner Musik aufbauen wollen. Das sind eigentlich die Leute, die früher das Plattenlabel waren, deine Plattenfirma, Amiga, ne? Die dann gesagt haben, hier hast du 20.000 DDR-Mark, mach jetzt mal das Album. Ich weiß nicht, ob das je so war, aber international ist es so, ne? Dass die Plattenfirma von deiner Kunst überzeugt ist und dann die Platte finanziert und dann die Rechte der Platte behält. Und damit habe ich mich noch nie befasst. Das kann trotzdem mal noch passieren in unserem Leben, aber für mich war das Direkte eigentlich immer viel besser. Dass sich also ein Netzwerk bildet, ein Stamm um die Musik, die sagen, okay, das ist mir wert, das will ich in meinem Leben haben. Ich investiere dort rein, dass der Kerl weitermachen kann. Ich habe natürlich mein ganzes Geld da auch schon reingeschmissen. Ich bin schon 15.000 in dem Projekt drin. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass wir halt die Preise, die wir auf Kickstarter als Belohnung ausgeben für deine Beteiligung an dem Projekt, sind ziemlich hochwertiges Zeug. Also von der ganzen Summe kriege ich nur 2 Drittel. Ein Drittel geht komplett ans Kleingewerbe, die die ganzen Sachen hergestellt haben. Also solche Leute wie die Yukon-Tassen-Manufaktur oder die Silke Berger und die Kammann-Weberei, die zusammen diesen neuen Mammut- und Hirschbeutel weben, den wir wieder aufleben lassen. Also das ist auch ziemlich hochwertiges Zeug am Start. Das müssen wir vielleicht mal, Und ja, vielleicht müssen wir das so mal ja. ganz kurz erklären, weil ich glaube, dass dieses Crowdfunding eine Geschichte ist, die vielleicht in Amerika, vielleicht auch Kanada oder sowas besser läuft oder vielleicht auch bekannter ist als hier. Klar, viele, die jetzt hier zugucken, wissen es, weil sie irgendwie wahrscheinlich selber schon gespendet haben oder wenigstens davon gehört haben. Aber die Leute, die das vielleicht noch nicht kennen, also und jetzt auch speziell noch auf dein Projekt zu kommen. Also, wenn man will, ich werde den Link auf jeden Fall dann gleich nochmal posten, dann spätestens nach dem Stream dann in die Kommentare von Kickstarter.com. Dort könnt ihr es also sehen. Dort sieht man das Finanzierungsziel. 25.000 ist das, was erreicht werden soll. Ganz aktuell jetzt 15.130 Euro Oh, ist weg. sind drin im Topf. Und das Ganze funktioniert jetzt also so, nur mal für die Leute, die also Crowdfunding jetzt überhaupt noch gar nicht kennen und sich der Sache gern anschließen wollen. Ihr habt also die Möglichkeit, dort einfach so Geld reinzuschießen, einen beliebigen Betrag, ohne dass ihr eine Gegenleistung jetzt bekommt, sondern einfach nur so aus gutem Willen sozusagen. Oder ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, es gibt dann hier so, ja, so sagen wir mal, Betragsschwellen sozusagen, die man überschreiten kann, also 10 Euro, 20 Euro oder eben auch wesentlich mehr, 50, 100, 1000 Euro und dafür kriegt man dann eben eine entsprechende Gegenleistung, wie eben zum Beispiel so eine Tasse oder viele andere Sachen. Was es da alles so gibt, das seht ihr auf Kickstarter.com bei dem Link, den ich da nochmal poste oder einer von den Zuschauern macht es jetzt vielleicht schon mal, dann gerät sich in Vergessenheit. Und ich habe gesehen, es gibt ein paar Sachen, die also limitiert waren. Und das wollte ich vorhin eigentlich schon einwerfen. Ganz am Anfang unseres Gesprächs hast du nämlich gesagt, dass du mit deiner Reisegitarre viel unterwegs gewesen bist. Und ich habe hier gesehen, du hattest im Rahmen dieses Crowdfundings beim Mindestbetrag von 500 Euro Spende deine Gitarre also als Austausch sozusagen hingegeben, ne? Für diese Spende deine Gitarre Ja. im Prinzip abgeben. Und die ist also tatsächlich auch schon weg. Die ist schon weg, ja. Die ist ziemlich am Anfang sogar weggegangen. Und da bin ich auch froh Ja. darüber, dass die wieder ihr Leben kriegt. Ich habe 2, 3, 4 Gitarren. Und die hatte ich mal für einen Mexiko-Trip gekauft. Und habe dann auch kleine Gigs in Mexiko Bars gespielt. Und das war 2012. Und mit der Gitarre war ich dann bei den Feiern zum Ende des Maya-Kalenders war die Gitarre noch mit. Okay. Und jetzt ist in meinem Haus in Dorsen, die muss ich noch holen. Die muss ich jetzt mit nach Deutschland bringen, damit ich die abgeben kann. Der Jackie schreibt gerade, dass es auch Bassstunden bei ihm gibt. Das habe ich gar nicht gelesen, das habe ich wahrscheinlich übersehen. Also Bassstunden beim Jackie, beim Bassisten von Silly, wer sich das entgehen lässt, ist selber schuld. Da würde ich sogar anfangen, Bass zu lernen, auch Die wenn es kaufe mich nicht ich. interessiert. Wo steht das denn? Warte mal, sehe ich das hier? Steht das irgendwie? Also du kannst, wenn du auf dem Kickstarter bist, auf der rechten Seite stehen Das, die ach ja, ganzen Preise in Lesson mit Englisch. Jackie, Da ja, kannst genau. du mit jedem von uns eigentlich ein paar Stunden kaufen. Stimmt, steht hier. Und Richtig, die sind begrenzt. 2 Stunden kann man sozusagen kaufen.
Wenn man das möchte, also Also es sind maximal. nicht 2 Stunden, sondern es sind 2 Sessions. Die Sessions sind länger wie eine Stunde. Nee, ist Ne? klar, ja, okay, ja, klar. Also ich meinte, also ich meine, die Anzahl 2 ist also mehr als diese Einheiten vergebt ihr sozusagen dann nicht. Okay, Nee, cool. das, die Leute sind alle ganz schön beschäftigt, die in meiner Band sind. Die spielen alle noch in 3 anderen Bands. Naja, weiß schon, klar. Okay, krass. Also da würde ich jetzt sagen, ich habe jetzt nämlich parallel auch gerade mal den Link hier reingesteckt. Wenn ihr dann vielleicht am Ende des Videos seid, wenn wir hier aufgehört haben, guckt gerne mal rein in die Kommentare. Das Und will ich mal noch sagen, Willi. Deutsche tun sich, glaube ich, ziemlich schwer mit dem Crowdfunding. Ne? Erstens ist das irgendwie eine neue Sache, wo man einfach jemand was gibt und der noch nichts hat, um das zurückzugeben. Das ist ja. also eine absolute Vertrauensgeschichte. Und dann haben ja Deutsche sowieso ein kleines bisschen ein Problem, mit einer Kreditkarte irgendwo ins Internet zu geben. Kickstarter ist also, das will ich nochmal sagen, eine völlig seriöse und ganz ungefährliche Geschichte. Und man kann das auch anonym machen, wenn du, ich habe also auch anonyme Sponsoren, die nicht erwähnt werden wollen. Du kannst da einfach reingehen, suchst du deinen Betrag aus. Wenn du ein Reward, wenn du eine Belohnung dafür haben willst, kriegst du eine. Und wenn nicht, dann nicht. Und wer scheu ist vor dieser ganzen Geschichte, wir haben also die Anja Blaue in unserem Team von der Fox Hill Cabin. Und die nimmt einfach Telefonate auch entgegen. Und du sagst, was du haben willst. Du sagst, was dir gefällt an uns, was du von der Belohnung haben willst. Oder vielleicht, ob du nur Geld geben willst. Und dann macht die das über eine Bank. Ganz einfach. Und die haut das dann in den Kickstarter rein. Okay, Stimmt's, genau. Anja? Dann guckt euch mal an, klickt dann mal auf den Link, spätestens wenn das Video vorbei ist, guckt euch mal an, was es was man machen kann. Also wie gesagt, man kann das Geld auch einfach so reinschmeißen oder man kann eben auch eine Gegenleistung machen. Und wenn ihr jetzt die Stunde beim, also diese Session beim Jackie nicht bucht, dann mache ich das. Also beeilt euch, gibt nämlich nur Wir zwei. haben noch 9 Tage Zeit, wir haben noch 9 Tage Zeit, um 10.000 Euro zusammenzukriegen. Bei Kickstarter ist das so, wenn du das Ziel nicht erreichst, implodiert die Sache wieder. Dann ist das wie, als wenn es nie stattgefunden hat. Dann werden die Kreditkarten nicht belastet. Also du musst dein Ziel packen. Das ist all or nothing. Genau. Übrigens, hier steht 11 Tage, aber ich weiß nicht, ob das. Ich Ja. bin ja schlecht in Nummern. Okay. No? Okay. Aber umso, je eher, desto besser. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich ein bisschen die Krux an dieser Kickstarter- oder Crowdfunding-Geschichte. Das ist ja auf anderen Plattformen auch so. Wenn du diese Schwelle nicht erreichst, also dieses Ziel nicht erreichst, was du dir gesteckt hast, ist die Kohle quasi weg. Also dann ist es wie, als wäre nie was gekommen. Insofern wäre es schade. Es ist ja jetzt schon über die Hälfte geschafft, ein gutes Stück über die Hälfte geschafft. Wäre es schade, wenn der Rest jetzt nicht noch mit zusammenkäme. Also nicht nur schade, es wäre ja quasi ein Genickbruch. Insofern. Genau, wir müssen das jetzt nochmal auf breitere Schultern stellen. Ich glaube, dass viele Leute von unserer Musik noch gar nicht wissen Ja. und auch gerne in diesen Stamm mit reinkommen. Es gibt schon sehr viele Leute, die da enthusiastisch dabei bleiben und denen die Musik auch gut tut. Und es sollen einfach nur noch mehr wissen. Es ist einfach unsere Art, diesen Musikmarkt auch zu erschließen. Wenn du crowdfundest, vergrößert sich halt die Tribe. Damit vergrößert sich Klar. dein Netzwerk. Ja. Was aber auch eine fantastische Sache dabei ist, wir müssen alle irgendwie das Geld für unsere Kunst dran schaffen, bevor wir unsere Kunst machen können. Ja. Und wir haben getan, was wir können. Die Band tut, was sie kann. Die Leute, die mit mir auf dem Album spielen, die könnte ich mir nie leisten. So, die spenden da viel ihrer Zeit auch rein und verlassen ihre Familien da für 3 Wochen, wenn wir nach Venedig gehen. Wir haben aber dann, wenn das vorfinanziert ist, wirklich diesen künstlerischen Freiraum, die Platte zu machen. Weißt du, wenn wir nach Venedig kommen, ist schon alles bezahlt. Ja. Und dann können wir einfach nur Musik machen, ohne dass in unseren Die, Hinterköpfen immer du hast nicht diesen gehört Druck, ja. wird. Ne? Und das ist halt eine Situation, die dadurch entsteht, die wir beim letzten Album schon sehr genossen haben, weil Aurora Borealis war ja auch komplett fanfinanziert. Das ist Ja. eine grandiose Sache, ein neuer Weg, wo man ganz, ganz viele Schritte umgeht, einfach, wo man sich jemand anders anbieten muss, die sowieso kein Interesse an uns haben. Klar. Es haben jetzt schon wieder einen Haufen Leute geschrieben, zum Beispiel, dass es, schreibt der Volker, dass es nur noch ganz wenige Plätze gibt in einer der zwei Gondeln. Das habe ich auch gelesen, dass man da auf der Schwebebahn macht ihr noch ein Konzert sozusagen, nicht wahr? Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen von den speziellsten Plätzen, die ich in der Welt rausgesucht habe, ist das, glaube ich, so ein bisschen jetzt mein Meisterstück gerade. Ich habe also
den Herrn Holle, das ist der, der für die Beschneiungsanlage in Oberwiesenthal zuständig ist, der aber gleichzeitig auch Chef von der Schwebebahn ist, gefragt, wie langsam man die Schwebebahn einstellen kann. Und dann hat er gesagt, die kriegen wir runter auf 1 Meter pro Sekunde, sodass eine Fahrt dann von hier nach hier 30 Minuten lang dauert. Okay, cool. Und dort haben wir dann praktisch Tickets sehr teuer gemacht. Wir kosten das erste Mal mehr wie Depeche Mode in Berlin. 125 Euro für die Fahrt, und das ist halt ein Teil von diesem Crowdfunding. Das Geld geht komplett in unsere Studiozeit. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, weil es ja 2 Gondeln sind, kann man jetzt nicht eine einfach leer fahren lassen. Ja, klar. Hm. Und der Quaster von Pudi ist ein Freund von mir, und den habe ich angerufen und habe gesagt, hey Quaster, wie sieht denn das aus? Du bist doch auch Oberwiesenthal-Fan, ich sehe dich ja immer Skifahren da oben. Willst du nicht die andere Gondel spielen? Und da hat er quasi gesagt, das mache ich. Geil. Und jetzt ist der praktisch, wir fahren die erste Gondel hoch, eine halbe Stunde, dann steigt der quasi unten ein mit seinen Zuschauern, fährt auch nach oben auf den Berg, und dort oben steht ja die Friedensglocke. Das ist eine riesen Glocke in so einem Holzturm drin. Und der Glöckner von Schwarzenberg, der Türmer von Schwarzenberg, der Gerd Schlesinger, kommt und wird also dann nachts um 8 diese riesen Glocke dort rumbimmeln, die du bis Leipzig hören kannst, und unsere Projekte einläuten. Und dann tauschen wir nur die Zuschauer und fahren mit derselben Gondel wieder runter. Geil. Und das ist ein ziemlich schönes, wie wenn du fliegst da drin. Geil. Das ist ja krass. Ja. Da gibt es nur noch 2 Tickets. 2 sind noch da. Okay. Also Leute, haltet euch ran. Bassstunden beim Jackie oder Gondelfahren oder beides. Vielleicht ja. Bassstunden in der Gondel, dann nochmal die dritte Fahrt. Da gibt es dann auch noch eine Afterparty, die wahrscheinlich im Kiwis in Oberwiesenthal stattfindet, das gebe ich aber noch bekannt. Und dort wird es dann wahrscheinlich auch eine Quaster Driftwood Session geben. Wenn das kein Anreiz ist, also Leute, jetzt zuschlagen. jetzt, pass auf, jetzt muss ich mal ganz kurz die letzten Kommentare hier nachholen, es kommen so viele. Also der Rainer sagte, dass er das also auch über die Anja gemacht hat. Die Anja sagt, ja klar, also man kann also weiterhin über sie das Ganze anstoßen. Peter sagte etwas, worauf ich auch auf jeden Fall noch zu sprechen kommen wollte. Die Grit Bugasch macht einen Laden. Kannst du vielleicht gleich nochmal erklären, Holly? Dann sagt die Doreen, beste Anja, wo es gibt auf der Welt. Der Norman ja. begrüßt mich. Der Rainer sagt, Rainer Donald sagt, dass er sich freut und mit drin sitzen wird. Kirsti Mende sagt. Er ist auch schon auf dem Yukon rumgebaddelt, der Rainer Donald. Was hat er gemacht? Er ist auch schon auf dem Yukon rumgebaddelt. Achso, okay, cool. Dann sagt die Kirsti, das wird Weltklasse. Und der Kenny, der hat hier so richtig in die Tasten gehauen. Er sagt, es freut mich zu sehen, wie sich das Driftwood Holly Projekt entwickelt. Herzenssachen können nur gelingen. Geile Gondelei. Erinnere mich gern zurück an unsere erste Begegnung bei einer Benefizveranstaltung für Flüchtlinge in einer Kirche in Friedrichshagen. Wir spielten dort auch einen Song und 2 Tage später spontan im Vorprogramm bei euch im Bräustübel. Und dann schreibt noch die Alexandra Schricker, die wohnt in Norwegen und guckt von da aus zu. Schönes Interview. Holly, viel Erfolg mit deinem Projekt. Also du siehst, Holly, du gehst um die Welt. Die Alex, das ist eine ehemalige Fotografin von mir, als sie noch in Deutschland wohnte, war die bei unseren Projekten immer viel dabei. Jetzt guckt sie einfach viel zu aus Norwegen. Und also auch da bist du angekommen. Und ich bin gespannt und ich hoffe vor allem, dass wir dass auch dieses Video ein bisschen dazu beitragen kann, dass entweder deine Bekanntheit steigt oder das Crowdfunding-Ziel erreicht werden kann oder weiter hochgetrieben wird oder beides. Das wäre natürlich wunderbar. Ja. Grit Bugasch wollten wir noch schnell sagen. Der Laden, willst du es ganz kurz erklären? Ja, wir haben natürlich, viele Leute haben Sachen angeboten, die wieder verkauft werden können, um Geld zu sammeln für das Projekt. Und verschiedene Sachen haben wir aber in den Kickstarter nicht reinbekommen. Und da hat die Grit Bugasch jetzt sowas wie einen kleinen Facebook-Laden aufgemacht, so einen kleinen Driftwood-Laden, wo man also, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr denkt, das würdet ihr gerne verkaufen und den Erlös davon mit in dieses Projekt reinhauen. Man hat ja immer mal solche Sachen zu Hause oder man produziert auch selber schöne Sachen. Dann könnt ihr euch an die Grit Bugasch wenden. Die ist also in meiner Freundesliste ganz gut zu finden. Und schickt ihr einfach ein Bild und was ihr haben wollt dafür. Und dann
kommt dieses Geld diesem Projekt auch noch. Da haben sich jetzt schon mehrere tausend Euro ereignet in den letzten Tagen, um die Sache hier mit zu unterstützen. Insofern also auch vielen Dank an die Crit, die das anbietet, beziehungsweise auch alle anderen, die dort So, wir haben eine ganze Menge Zugpferde dran. Das ist ein Riesenteam, die hier schuften wie verrückt. Ich merke das schon, das ist irre. Also der Anja Blaue, der Crit Bugasch, der Crit, der Dana, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder aufhören soll. Also überall sind so kleine Betriebe gerade, die im Driftboot mitsitzen. Nochmal zu dieser Kickstarter-Sache, kriegen die jetzt selber eigentlich auch nochmal Provision dafür, dass sie das anbieten? Ja, Kickstarter kriegt 10%, weil die Plattform gebaut haben. 10? Ja. Das ist viel. Also insofern. Das ist viel, aber das ist auch gerecht, weil die machen eine gute Arbeit. Ist klar. Das ist eine. Weißt du, ich habe zum Beispiel mal vor ein paar Jahren habe ich den Mitch Potler kennengelernt. Das ist der die Hauskonzerte erfunden hat. Und die kriegen auch 10%. Und zwar hat er gemerkt, kein Musiker verdient irgendwelches Geld im normalen Alltagsleben, wenn er nicht auf Tour ist. Und ist dann zu den Leuten in die Wohnstuben gegangen und hat gesagt, dann machen wir die Konzerte eben hier. Ihr gebt eben 20 Mark oder 20 Euro, je nachdem auf welchem Kontinent. Und dann geht das Konzert los. Und das ging los wie ein Waldbrand über die ganze Welt. Und dieses System habe ich jetzt auch in Deutschland in den letzten 3 Jahren versucht anzubieten. Und das klappt wunderbar. Die Leute laden jetzt Fremde in ihre Wohnstuben ein, um den Künstler zu präsentieren. Und da kriegt ein Frühstück und ein Bett und das ist alles wunderbar. Ich wollte auch gar nicht sagen, dass das zu viel ist für Kickstarter, sondern aber das ist natürlich auch deinen eigenen Gewinn von der Sache nochmal schmälert. Ja, wir kriegen da vielleicht am Ende 15 oder so. Aber den Rest packen wir drauf. Wir machen das Ding, wir kriegen das hin. Ist cool. Holly, da wünsche ich dir auf jeden Fall unglaublich viel Erfolg bei der ganzen Sache. Also bei der erstmal bei dem Eintreiben der Spenden auf jeden Fall und natürlich dann aber auch beim Venedig-Projekt. Ich hoffe, dass ihr von zwischendurch auch immer mal irgendwie ein bisschen Foto- oder Videomaterial postet, dass man dann ein bisschen sehen kann, was ihr da macht. Ich weiß auch nicht, ob das geplant ist, aber cool wäre es, finde ich. Das ist auch geplant. Und zwar wird die Sarah Katharina Müller mit nach Venedig gehen und die ganze Sache dokumentieren. Das ist eine wunderbare Fotografin. Okay, cool. Die ich beim Driftwood-Stock auf Schloss Rochsburg, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, kennengelernt habe. Und die hat dann ein paar Fotos geschossen, wo ich war fast da. Wir haben sehr gute Fotografen überall, ne? Eggy und so. Aber die Sarah ist vielleicht jetzt für dieses Projekt die Ideale. Und da muss ich natürlich auch ein paar Mal geben, damit die damit runterfährt. Klar. Vielleicht ganz kurz mal noch so rückwirkend, wenn du jetzt mal so ein bisschen guckst, was war so das geilste Konzert, was du gemacht hast für dich? Was hat dich am meisten bewegt? Gar nicht unbedingt das Größte, aber was war so für dich das, was dir am meisten gegeben hat? Gibt's das, weißt du das spontan? Ja, ach, da gibt's eine ganze Menge. Also es gibt natürlich auch so Konzertmomente, wo ich gedacht habe, wow, was ist jetzt los? Das erste Mal war, als ich nach Deutschland kam und ich habe den König angestimmt und mir fiel die erste Zeile nicht ein. Ach, und die Leute wussten es. Und die Leute haben losgesungen. Und ich habe... Krass. Und da wusste ich, wow, die kennen jetzt alle den Text. Ja. Jetzt kann ich mich nicht mehr versingen. Ja. Und das war so ein richtig so ein Stromschlag. Ist aber auch ein saugeiler Titel. Wolltest du noch was sagen? Ja, und der schönste Platz war, glaube ich, also als wir Aura Borealis mit der gesamten Band in Dawson City vorgestellt haben zum allerersten Mal, wollte ich natürlich auch eine super Bühne haben. Und da haben wir also mit der Band ein Floß gebaut, haben das Floß den Yukon runtergefahren, an eine Stelle, wo so ein Kehrwasser ist vor der Stadt, wo wir das verankern konnten. Und dann habe ich mein kleines Hausboot, The Wooden Pearl, mit rückwärts rangebracht und habe es dort zusammengebunden. Und dann haben wir dort eine 600 Watt Anlage draufgestellt mit einem kleinen Mini-Generator, haben dort einen riesen Sound von dem Fluss rüber. Und dort kamen also Leute mit Booten zum Konzert und dann aber auch am Strand konnten Leute sein. Das war, glaube ich, einer der herrlichsten Plätze. Weißt du, wenn der Bassist aufstand, dann ging die ganze Bühne so. es war einfach auch auf dem Wasser zu sein. Ich bin also auch eine Wasserratte und ein bisschen Kapitän und so. Und darum bin ich auch gerne in Venedig jetzt, weil wir können in Venedig mit dem Boot zum Studio fahren. Kannst du dir das vorstellen? Das ist ein absoluter Hammer. Das ist ein Hammer. Ich war ja gerade dort. Da ist keine Straße. Nee. Krass. Das ist alles Wasser.
Wasser und kleine Gassen, in denen du dich immer freust. Ich bin. Und da ist natürlich auf dem Wasser viel besser. Und ich hoffe, wir kriegen da irgendwie ein Schlauchboot hin und dann fahren wir ins Studio und dann werden schon ein paar Sachen passieren. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Berichte, auf die Bilder und Videos. Die Anja nimmt mir gerade hier noch, also sagt was ich dich eigentlich auch gerade noch fragen wollte. Vielleicht so, wir wollten ja nicht zu lang machen, weil du ja dann noch ein Interview hast. Ich habe Zeit. Achso. Ich hab Zeit. Ich bin erst um 2 im CBC. Okay. Aber trotz allem sagte die Anja Blauer fragt gerade, spielen wir noch in? Und das wollte ich dich eigentlich auch fragen. Wärst du darauf vorbereitet, uns einen Song so live hinzublättern, so über die Webcam? Geht das? Und, also wenn der Sound gut genug ist, ich weiß nicht, wie der Sound bei euch anfängt. Wir probieren das. Ich würde es versuchen, noch so ein bisschen einzuregeln hier, sodass es halbwegs passt. Die Lautstärke, das musst du, also zwischen Gesang und Gitarre kann ich ja nicht machen, aber versuch das so halbwegs hinzubekommen. In der Zwischenzeit vielleicht auch nochmal einen großen Dank an den Jackie, dass er die ganze Zeit hier mit dabei war und mit kommentiert. Vielleicht, wer dem Bassisten von Silly immer schon mal eine Frage stellen wollte, hat jetzt hier die Gelegenheit. Er würde das dann ganz bestimmt auch beantworten, schätze ich. Der Jackie kann gleich das Lied mitlernen hier. Weil der kann es auch mitspielen. Es hört zwar keiner, aber es schwingt so ein bisschen mit. Und die Kirsti sagt, der Ton ist super. Bild und Ton prima, sagt der Volker. Und ich würde sagen, du spielst einfach mal, also wenn du magst, einfach los. Und ich versuche, falls irgendwas ist, ein bisschen nachzuregeln, insofern nötig. Und ich freue mich. Cool. Ja. Was spielst du denn? Ich spiele zurzeit kein anderes Lied. Ich spiele immer She Is. Und She Is ist erst 2 Wochen alt, noch ein Babylied. Ist auch super einfach, hat nicht mal 3 Griffe, hat nur noch 2. Und darum kann ich halt als Gitarrist hier auch voll durchziehen, ohne nachzudenken. Es ist einfach ein Lied über die Frauen. Es ist ein Lied über die Frauen in unserem Leben. Unsere Mütter, unsere Omas, unsere Geliebten, unsere Töchter, unsere diese Kraft der Frau, die in jeder Lebensphase aus denen rauskommt und eigentlich unser Leben komplett beherrscht, das weißt du doch. Und der Daniel, wie gesagt, ist jetzt leider nicht hier, aber da könnte jede Minute hier reingestürmt kommen. Wird es nachher mit mir in der CBC spielen. Das ist ein Lied, was eigentlich so richtig schön das Zeug hat, auch mal ein langes Lied zu werden. Sowas wie Come and See, so eine 15-Minuten-Sache. Aber ich denke, wir werden vielleicht 2 machen. Wir werden eine kurze machen und eine lange. Und das geht so. Sehen, ob ich es zusammenkriege. Ich muss auch noch ein bisschen üben. Change your life, man. This thing changed mine. This thing is really not a thing. It's a friend of mine. Friend of mine. It's a friend of mine. Hi, friend of mine. This thing has always been around me. This thing always held my hand. Really not a thing. It's part of mine. Part of mine. Hi, part of mine. She is irresistible. She is fully in control. She is strongest thing there is. She's a friend of mine. Friend of mine. Hi, friend of mine.
Super geil. Vielen Dank. Jetzt haben wir alle irgendwie nochmal so ein Wohnzimmerkonzert gehabt von dir. Und, geil, ne? Und das quasi live 8.000 Kilometer entfernt oder so. Das ist schon Wahnsinn. Ne? Also echt mal, was da also für Möglichkeiten jetzt entstehen. Hm. Jetzt gibt es ja nur transportables Internet. Jetzt könnte ich dich auf den Berg schleifen und könnte das da oben machen. Ja. Achso, du hast aber keine Internetleitung bei dir liegen, ne? Sondern das kommt irgendwie über so über die Luft sozusagen. Ja. Hm. Verrückt. Aber es funktioniert ja super. Und wie gesagt, ich hab das vorhin schon gesagt, ich habe viel mehr Delay erwartet. Also ich habe echt so gedacht, das zieht sich viel mehr hin, bis das bei dir angekommen ist und du dann wieder zurück antwortest. Könnte man ja fast per Skype proben, oder? Habe ich mit dem Jackie auch schon gemacht. Aber der kann halt dann, der spielt halt dann auf das drauf, was er hört. Und damit ist der Delay ausgeschaltet. Ich bin zwar eher, aber er spielt später drauf. Das haben wir auch schon gemacht, ja. Achso. Ja, klar. Cool. Übrigens, ich habe zum Beispiel schon mal ein Skype-Konzert gegeben, da wurde ich dann groß projiziert in der Fox Hill Cabin und eine Anlage angesteckt und dann hat dort live der Pavel drauf gespielt. Ach, wirklich? Ja. Wie geil. Krass. Ja, also meine Band war in Deutschland und ich war hier. Achso, und sag mal, spielst du erstmal noch hier, es gab übrigens Applaus, Daniela und Anja haben applaudiert via Facebook. spielst du in Kanada, wenn du da alleine, also alleine bist im Sinne von die anderen offiziellen Bandkollegen sind jetzt hier, also nicht bei dir, spielst du da dann eventuell dort nochmal mit anderen zusammen? Ja, ich habe immer Projekte laufen. Jetzt bin ich gerade in einer neuen Fünfmann-Band aufgenommen worden, als Rhythmusgitarrist. Ziemlich weit hinten, wollte ich sein mal. Ah, okay. Und mit denen gehe ich jetzt im Januar ins Gefängnis hier und wir spielen dort also für die Gefangenen. Drei Konzerte hintereinander, dreimal eine halbe Stunde. Und dann habe ich noch eine französische Schlagzeugerin und Percussionistin, Bridget Desjardins, mit der gehe ich jetzt nach Haines Junction und dort spielen wir ein Wein- und Käsefest. Ah, okay. Guten französischen Wein, guten französischen Käse. Ja, ich habe also immer so Unterprojekte und mit den Gitarristen von den Midnight Suns spiele ich hier. Aber meine, wie gesagt, im Yukon sind die Wellen, die ich mache, relativ klein. Okay, aber ja, aber du bist da auch, also auch nochmal unterwegs als Musiker. Ja, immer. Eigentlich immer. Coole Sache. Was, wann bist du dann konzertmäßig wieder in Deutschland? Was ist das nächste, was hier ansteht? Ich glaube, das nächste ist die Tante Ju in Dresden. Ich habe das hier mal ein bisschen vorbereitet. Ah, perfekt. Am 9. sind wir in der Tante Ju. Ich weiß nicht, was ausverkauft ist. Das müsst ihr selber rausfinden. Aber ich glaube, die Sachen gestalten sich recht fruchtig. Ah, warte mal, am 9. Am 9. Was? Am 9. die Tante Ju? Ja, 9. was? 9. Welcher? Oh ja, Monat. Februar vielleicht? Ich weiß das wirklich gerade nicht. Steht es auf deiner Seite? Oder können wir sonst... Vielleicht mal Kommentare. Es ist der Februar. Ja, okay. Okay, ich muss ja, stimmt. Ja, stimmt. Steht hier. 9. Februar, Tante Ju. Ja, ja, alles klar. Kann man sonst auch nochmal. Am 10. die Lichten Tanne. Soll ich das mal alles vorlesen? Mach's bitte gern, ja. Klar. Ja, am 10. in Lichten Tanne in der Christuskirche. Das ist die große. Da gehen 400 Leute rein. Okay. Am 11. ist das Oberwiesenthaler Gondelkonzert. Das ist ausverkauft, glaube ich jetzt. Okay. Am 17. und das ist der Tag, bevor wir nach Venedig abfahren. Und da will ich, dass ihr da seid. Da habe ich was bekannt gegeben. Es gibt noch ein Riesengeheimnis in dem ganzen Plunderhaufen hier, der euch alle auf den Arsch setzen wird und mich auch. Aber ich darf es erst am 17. Februar sagen. Okay. Also ich weiß auch nicht ganz genau, ob es stattfindet. Aber wenn es stattfindet, macht's Peng. am 17. Februar in der Moritz-Bastei in Leipzig. Das ist die Abschlussfeier vom ersten Teil von der Tour. Ein Tag vor Venedig, nächsten Tag sind wir schon da unten. Kommt dort bitte alle hin, macht die Bude voll. Also, okay, dann bin ich gespannt, was es da zu verkünden gibt. Kann man gar nicht glauben manchmal. Und dann geht's weiter. Am 11. März sind wir beim Freiträumer in der Stadthalle in Chemnitz. Da werden wir um die 5000 Leute erwartet, werden wir als sowas wie eine Vorband vor den Abenteuer-Televisionsvorträgen sein. Da werden also drei große Multimedia-Sachen gezeigt.
Der Thomas Huber ist ein Freikletterer. Vor dem spielen wir zwei Lieder. Alles mit voller Band. Gerade wieder aus Venedig zurückgekommen. Der Willi Weitzel, so ein Kinderstar, der jetzt übrigens auch unser Lied adoptiert hat, kommt ein Vogel geflogen. Und dann der Markus Lanz mit seinem Grönland-Vortrag, da sind wir in der Okay. Chemnitzer Stadthalle. Krass. Am 16. sind wir in Kaina, das ist bei Meuselwitz, glaube ich. Das organisiert der Veit Arnold, das Konzert auf die große Kirche. Und am 17. März sind wir im Kultsaal zum Löwe in Ebersbrunn. Im Löwe, ja, stimmt. Hast du schon mal gespielt? Kann es sein? Ja, ne? Da haben wir jetzt schon dreimal Ja, gespielt und die genau. letzten zweimal haben wir den Löwe vollgekriegt. Das ist Vollgekriegt, ne? unglaublich. Da gehen 500 Leute rein. Ja. Und das ist so ein richtiger DDR-Pressluftschuppen mit Bockwurst und Rosenthaler Karthager und Mogga Edel. Geil. Cool. Leute, wenn ihr jetzt sowieso schon so zahlreiche live dabei seid, nutzt doch die Fragen. Ich meine, gut, viele von euch kennen wahrscheinlich auch Holly und seine Projekte, aber nutzt doch die Gelegenheit, auch gerade für die, die es ihn jetzt vielleicht noch nicht so gut kennen, stellt doch noch ein paar Fragen. Noch sind wir ja live hier. Also fragt gern, noch geht's. Doreen sagt, ich glaube, er nimmt alle mit nach Venedig. Und da sind wir dabei beim Peng. Das muss ich mir auch überlegen. Das wäre natürlich cool. Bin ich jetzt, jetzt hast du mich neugierig gemacht, was du da verkünden wirst. Ah, ich bin furchtbar im Geheimnis zurück, sage ich dir. Also müssen wir, also, wir müssen jetzt alle noch ein bisschen bohren, Die dann kommt. Person, die ich dort nennen werde, hat mich gebeten, das nicht zu tun. Okay. Nee, gut, will ich nicht weiter, will ich nicht weiter bohren. Aber 17. Februar hast du gesagt, da könnten wir es mit Glück erfahren. Ja. Schön. Und wenn du, wenn du. Ich würde es dir so gern sagen, glaub's mir. Aber wenn ich sage, passiert es vielleicht auch nicht. Wir lassen es mal so. Das stimmt. Und da bin ich auch so ein, also da bin ich auch so ein Verfechter davon. Immer erst sagen, wenn es wirklich so hundertprozentig ist irgendwie oder möglichst Ja, klar. ich hätte es gleich rausgepoltert, aber Naja. andere Seite kam da, hey, das lassen wir mal lieber noch unterm Teppich. Okay, krass. Aber es scheint ja zu wachsen und du hast es ja gerade schon gesagt. Also ich meine, klar, Musik hast du schon eher gemacht, aber dass es so ernsthaft losging, sagtest du so vor ungefähr wann, 4 Jahren oder so? Das ist Ja, ja, ne? ja. Also richtig los ging es eigentlich mit dem Rattenlied. Als ich das Rattenlied, das habe ich schon in Oberwiesenthal gespielt. Und ich kam dann immer mal zurück und habe gemerkt, dass die Leute Textfetzen von dem Rattenlied auswendig gelernt hatten. Und da habe ich gedacht, wow, wenn ich ein Lied auswendig lerne oder wenn ich die Textzeilen kann, dann höre ich das sehr oft an. Also das haben viele Leute ganz oft angehört. Das Rattenlied war eigentlich so der Einstieg, wo ich Ja. gedacht habe, wow, vielleicht taugen ja die Texte was. Und das scheint so zu sein. Singst du lieber auf Deutsch oder auf Englisch? Völlig egal. Okay. Völlig egal. Also zurzeit bin ich natürlich wieder ein bisschen in der englischen Phase. Und Andersrum ich war. gefragt, spielst du in Kanada auch Deutsch? Das ist was ganz Neues jetzt. Ich habe das nie gemacht, weil ich immer gedacht habe, wen interessiert denn solcher Mist? Und dann kam eine Sängerin auf mich zu, die Kim Becks. Die hat schon sechs Alben hier in Whitehorse gemacht und hat gesagt: Warum singst denn du nicht Deutsch? Wir singen doch auch Französisch. Und wenn du ein französisches Lied zum Beispiel hörst, egal ob du den Text verstehst, da willst du einfach Wein trinken und fröhlich sein. Das klingt immer wunderbar. Französische Sprache ist eine herrliche Sprache zuzuhören. Und es gibt ganz viele Leute, die auch die deutsche Sprache sehr mögen. Und dann gibt es natürlich hier im Yukon auch ein paar Deutsche. Ja. Und seitdem ich das also mal probiert habe, das ist total gut angekommen, mache ich jetzt hier auch immer mal ein paar Deutsche mit, ja. Cool. Ja, man kann sich's immer gar nicht selber vorstellen, ne, dass das Deutsch irgendwie so rüberkommt. Das ist genauso wie du es gerade sagst, ne? Du hörst einen französischen Song und es ist irgendwie cool, oder du hörst einen Song in einer anderen Sprache, findest es irgendwie cool. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das Deutsche im Ausland irgendwie dann doch so ankommt, ne? Na, ich habe zum Beispiel jetzt die Bridget, mit der ich da jetzt das nächste Konzert in Haines Junction spiele, der habe ich meine Platte gegeben und habe gesagt, such dir mal drei Lieder aus, die wir zusammen spielen können. Und die hat sich zwei Deutsche und ein Englisches ausgesucht. Die spricht gar kein Deutsch, die spricht Französisch. Und da scheint schon irgendwas dran zu sein, wenn du dir die Geschichte selber ausdenken musst im Kopf, ne? Wo du Klar. nur die Emotionen. Es ging uns ja früher in der DDR nicht anders. Wir haben AC/DC angehört, wir wussten aber nicht, was die singen. Wir wussten nur, dass es irgendwie abgeht. Und dasselbe war mit der Country-Musik, wo ich dann Englisch gelernt habe, habe ich mich von ein paar Country-Künstlern wieder verabschiedet. Ach so, ne. Okay. Wie bist du eigentlich zum Englisch überhaupt gekommen? Durch Reisen. Durchs Reisen, ja. Durch Reisen und Hunger.
Wenn du alleine in der Welt unterwegs bist, dann brauchst du eine Bleibe und brauchst dann. Und ich habe natürlich durch die Lieder, ich habe früher viel Steve Earle gehört und solche Geschichten und habe dann versucht, mir die Sachen zu übersetzen, um was es da geht so. Und noch gar nicht gewusst, dass das eigentlich Liedertexte kann man nicht übersetzen, die muss man einfach, na, da muss man die Sprache schon sehr beherrschen, weil da halt viel bildliche Sprache auch passiert, ähnlich wie in meinen Texten jetzt. Ich sage ja nicht, es regnet, sondern ich sage, da kommt was runter, was dich nass macht. Und das ist halt in der anderen Sprache dann immer schwierig. Aber durchs Reisen habe ich sehr viel, ein bisschen Spanisch und sehr viel Englisch abgepickt. Was ich Musiker immer frage, wenn sie hier mit mir zusammen reden, weil mich das einfach sehr interessiert, ist: Singst du dich ein vor deinen Auftritten? Nö. Nee, einfach. Ich trink mich zurecht. Alles klar. Okay, cool. Nee, was ich aber mache, ich singe mich nicht ein, weil ich habe ja auch keine Adele-Stimme. Ne? Ich habe zwei, drei Layer, auf denen ich operiere. Und für mich ist halt mehr die Lautstärke, wie ich singe, dass ich das gut kontrollieren kann. Und was ich aber sehr gerne mache, ich renne gerne mit Kopfhörern rum und habe andere Künstler auf den Ohren, bevor ich auf die Bühne gehe. Manchmal habe ich sogar noch Kopfhörer auf, wenn ich schon auf der Bühne bin. Ach so. Also ganz kurz bevor ich dann lossinge, dann nehme ich die erst ab, weil die mich nochmal in eine ganz andere Welt bringen und ich mich dann auch gerne an anderen Stimmen so ein bisschen anlehne. Wer ist das? Wen hörst du so vom Gig? Also Ed Sheeran mit dem Song, der im Hobbit ist, Fire, den höre ich sehr oft. Losing My Religion, R.E.M., höre ich sehr oft von Konzerten. Und dann habe ich eine Künstlerin aus Yellowknife hier im Norden, Dana Sipos heißt die, so eine kleine Schamanin, die macht auch so ziemlich coole Mucke. Okay. Ja, was höre ich noch? Ryan Adams. Nicht Okay. Ryan Adams. Ha. Ja, und natürlich Eddie Vedder und solche Sachen. Cool, also schon so die größeren. Bist du aber trotz allem so ein bisschen auch für Kleinkunst zu haben und sowas? Guckst du dir sowas auch gerne mal an oder hörst du es dir mal an, so unbekanntere Leute? Ja, klar. Ja. Ja, immer. Aber wenn ich dir die Namen sage, jetzt, da weißt du ja nicht, wer das ist. Nee, das stimmt, aber. Es kommen immer wieder unglaubliche Musikveränderungen von unten im ganz kleinen Rahmen. Sag doch mal so einen kleinen Tipp. Also so einen, den man jetzt vielleicht nicht kennt, aber den man sich mal anhören sollte. Gibt's da was? Spontan? Deutsch oder Englisch? Beides, wenn du hast. Ja, jetzt hast du mich aber festgenagelt. Lass mich mal zwei Zack. Minuten drüber überlegen. Sag mal erst noch ein anderes Thema, dann sage ich dir jemanden. Mich würde Also man. Sarah Lesch zum Beispiel bei euch. Sarah Lesch, ja. Ja, also Wobei die ja die. nun eigentlich auch schon fast über die Kleinkunst hinaus ist, würde ich fast sagen. Naja, ist auch nur ein kleines Hippie-Mädel mit einer Gitarre gewesen, die einen geilen Text geschrieben hat und dann zu ihren Sachen steht irgendwie. Also das ist schon. Ich weiß nicht, wie groß sie jetzt ist. Es ist schon größer geworden. Ne? Ja, Ja. würde ich Also, schon sagen, ja, das hat mir sehr gut, gefällt mir sehr gut. Oder jemand Kleineres noch. Gut, nee, ist egal. Wenn Jemand Kleineres, also jemand Unbekanntes in Deutschland, jetzt noch Unbekanntes, sind die White Dukes. Also hört euch mal die White Dukes an. Da haut euch um. Habe ich Und übrigens. guckt euch vor allen Dingen an, wenn ihr die live mal sehen könnt. Da ist ein herrliches Video draußen. Das auf alle Fälle. Und hier bei uns, also die Midnight Suns, ist eine Band von Whitehorse hier, die hat genau dasselbe, die sitzen auf dem Pulverfass. Die höre ich auch super gerne an. Ich poste euch mal ein Lied von den Midnight Suns auf meinem Facebook-Feed in den nächsten Tagen. Da könnt ihr euch das mal anhören. Ja, mach mal. Spannend. Bei der Gelegenheit kann man natürlich gleich nochmal erwähnen, dass du auch bei Facebook zu finden bist mit einer Künstlerseite. Driftwood Holly heißt sie. Und Ja. die Internetseite entsprechend driftwoodholly.com, alles zusammengeschrieben. Dort Genau. seht ihr auch nochmal die Termine, die der Holly vorhin vorgelesen hat. Also falls ihr euch da mal was vormerken wollt, vor allem den 17. März mit dieser Bombe, die da enthüllt wird, da, Ja. wenn ihr da hingehen wollt. Und wo kriegt man eigentlich kriegt man die erste Platte eigentlich noch irgendwo? Warte mal, kriegt man die auch auf deiner Seite noch? Also die Die Lily Mammoth Hair und Aurora Borealis kann man kaufen auf driftwoodhalli.com. ja, kriegt man ja, genau. Okay, cool. Ja. Was ja. Vielleicht sollte ich das Geheimnis erst nach Venedig sagen. Oh, nee, das geht jetzt nicht. Jetzt haben alle Leute schon Karten gekauft nebenher. Wie ist denn das jetzt eigentlich hier? Kickstarter.com, ich aktualisiere jetzt die Seite. Nee, es sind immer noch 15.130. Na gut, das wird noch anders.
Spätestens dann, wenn die Leute geguckt haben, Grit Bugasch, der Laden, was kann man da noch kaufen? Achso, haben wir da. Geht da einfach mal hin, macht euch ruhig mal auf die Seite, auch die Leute, die solchen Sachen ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Ich glaube, ihr finanziert da eine Sache, die vielen Leuten gut tun wird. Ihr seid nicht, das ist nicht nur, dass irgendein Songwriter jetzt eine Platte rausbringen muss, sondern wir haben, glaube ich, alle so in unserem Leben so ein kleines bisschen das Gefühl, dass viele Sachen einfach viel zu schnell gehen. Und unsere Band hat eine ziemlich gute Dynamik, in die Sache runterzufahren und beruhigend zu wirken. Und darum tut die Musik einfach vielen Leuten gut. Wir sind unkonventionell, wir machen Fehler, wir lernen, während wir das machen. Wir haben auch keine Probleme, die Fehler zuzugeben. Und darum ist das eine ziemlich gute Gemeinschaft. Das ist mehr eine Gemeinschaft, die Musik vorwärts zu bringen auf dem Markt, da eigentlich die Musikindustrie ist. Ich weiß gar nicht, wo die Musikindustrie gerade ist. Gibt es die noch? bei mir guckt niemand an. Hm. Und da müssen wir das selber machen. Und die Sachen, die du früher selber gemacht hast, das waren die besten. Die Roster und alles, was du selber richtig in der Hand nimmst, weil deine Leidenschaft dahinter ist, funktioniert, glaube ich, auch. Das wäre jetzt auch einfach nochmal von mir so die Aussage, geht wirklich mal hin, also die jetzt den Holly bisher vielleicht noch nicht kannten, geht mal hin zu so einem Konzert. Ich war damals wahnsinnig beeindruckt. Ich habe mal, bevor ich diese ganze Live-Geschichte hier angefangen habe, habe ich mir schon mal vorgenommen, Musiker vorzustellen, und da habe ich auf meinem YouTube-Kanal mal so Videos gemacht, wo ich schon mal Musiker vorgestellt habe, also ohne, dass die das wussten und ohne, dass die dabei gewesen wären. Und da habe ich ein Video gemacht, da waren tatsächlich zum Beispiel vier Musiker, die ich in dem einen Video vorgestellt habe. Das eine war der Stefan Johansson, der das letzte Mal hier mit war, und der andere war es tatsächlich du. Das war nämlich nach dem Konzert gewesen in der Feuerwache, was ich vorhin sagte. Also das Ding hatte mich ganz schön geflasht. Das war ein ziemlich geiles Ding mit so emotionalen Geschichten, mit so einer gewissen Aura. Ich habe jetzt auch im Vorfeld, also in Vorbereitung auf diese Sendung, jetzt ziemlich viel wieder in deine Musik reingehört, hoch und runter, und das ist ohne Scheiß, und ich habe auch nicht davon, jetzt sinnlos rumzuschleimen, aber es ist tierisch geil. Es hat so eine ganz eigene, das ist wie, als wenn man so eine ganz eigene Welt reintaucht. Also das ist nicht so diese typische Radiosong-Geschichte, was man so nebenher läuft und irgendwie einfach da ist, sondern das ist schon irgendwie was Besonderes. Es ist saugeil, und ich würde es wirklich jedem empfehlen, wenn er vielleicht auch nicht sofort ins Blinde das Album oder die Alben kaufen wollt, dann geht mal auf die Seite von Driftwood Holly, und dort seht ihr auch die beiden Alben und könnt auch reinhören. Setzt euch gute Kopfhörer auf. Das ist Pflicht. Hört das nicht über diese Quatschdinger im Laptop an. Weil auch aufgenommen in einem coolen Tonstudio in Röhrsdorf, zumindest das zweite, Aura Borealis, das ist das leicht grünlich wirkende, also durch die Lichter. Und genau, da kann ich mal Arno grüßen auf Schloss Röhrsdorf. Das ist ein super geiles Studio. Und ich habe gehört, du. Ich habe gesagt, ich wollte es nicht ansprechen. Da auch hin jetzt. Ja, stimmt. Also wir gehen, also die Leute, die jetzt vielleicht über meine Musik hierher kommen und zugucken, wir gehen Mitte Februar nach Schloss Röhrsdorf und nehmen dort unser Album auf. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so zum. Ich wollte das mal sagen. Das ist nett, vielen Dank. Aber jetzt ist erstmal euer Projekt dran. Und ich freue mich wirklich drauf, das ein bisschen live, ein bisschen mitverfolgen zu können übers Internet, das, was ihr uns da so vorsetzt. Und red mal weiter, ich hau noch mal was in den Ofen, sonst erfriere ich hier. Ach so, na eben, genau, mach das mal. Dann mache ich mal ganz kurz weiter mit dem Peter, denn der Peter fragt, was sind gute Kopfhörer? Bin gerade auf der Suche. Ich glaube, das ist schwierig, pauschal zu beantworten. Nee, das kann ich dir ganz einfach erklären. Okay. Und zwar müssen die über dein Ohr gehen, nichts, was ins Ohr reingesteckt wird. Hier, das ganze Ohr muss drin sein. Kostet ungefähr 120 Euro, lohnt sich total. Besonders, wenn man Kinder hat. Das stimmt. Also es kommt aber trotzdem immer so ein bisschen drauf an. Es gibt verschiedene Bauformen. Es gibt halboffene Kopfhörer, es gibt geschlossene Kopfhörer. Die geschlossenen dämpfen halt, also gehen eben auch nicht so nach außen ab. Also gerade wer jetzt aufnehmen wollen würde und so, also so zum Beispiel so nah an einem Mikrofon sitzt wie ich gerade. Ihr seht das ja gar nicht, weil ich heute die andere Kamera nicht mit anhabe. Da ist das Mikrofon, in das man zum Beispiel auch reinsehen kann. Der Holly hält hier gerade so ein paar Kopfhörer rein. Genau, ihr seht mich ja jetzt auch gerade. Ich habe ja auch gerade welche auf. Ich habe hier die von... Ich weiß gar nicht, wie sie genau heißen, Audio-Technica. Kann ich dir nochmal schicken, den Link? Ja, was sind das? Die machen alle gut, aber das ist schon wirklich, da kann man sich, ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal einen Walkman auf hatte und mit Musik rumlaufen konnte.
Und mit der neuen Technik jetzt, da kommst du ja wirklich in eine völlig andere Welt und hörst auch die Platten anders an, du hörst die Musik anders, Klar. wenn sie wirklich in deinem Kopf ist und die Außengeräusche ausgeschaltet sind. Ralf schreibt als, achso, die, jetzt mal, warte mal, wo waren wir denn stehen geblieben? Nicole hat geschrieben, Sennheiser kann ich empfehlen. Jo, aber da gibt's ja auch verschiedene. Welche hast denn du gerade ins Bild gehalten, Holly? Ich habe auch verschiedene gehabt, ist egal. Achso, okay. Bose macht gute Ja, und Sony genau. macht, ist egal. So alles, was über 100 € ist, ist gut. Die Corinna schreibt, das ist die Soul Mama, auch eine super, super coole Sängerin, die guckt auch gerade zu. Hey Willi, cool, schreibt sie. Ralf, So machen das ist ja, das wollte ich eigentlich noch nicht sagen, aber ich sag's jetzt doch. Die Soul Mama kommt nämlich mit mir zusammen ins Studio und macht da so eine Gastnummer bei einem Lied oder bei zwei Liedern. Das wollte ich eigentlich noch nicht sagen, aber die Leute, die jetzt bis jetzt ausgehalten haben, zuzugucken, die wissen das dann schon. Alle anderen kriegen das dann erst bei irgendeinem Post mit. Und der Ralf schreibt, die Bose Kopfhörer, das sind diese Noise Cancelling Dinger, die im Prinzip die Umgebungsgeräusche wegnehmen. Das ist auch ziemlich cool. Und Ja. der Rainer schreibt, läuft fast jeden Tag zur Schule, damit der Kopf frei ist. Ich glaube, das war noch bezogen auf die Mucke von dir. Peter Singer Ja. sagt, danke. Können wir dir ja dann nochmal ein, zwei Links schicken vielleicht. Und die Doreen Kretschmer sagt, kauf die Platte über Kickstarter. Das, ja, ist Das falsch. stimmt. Also am besten auf Kickstarter, also sind natürlich alle Donations willkommen. Also ihr könnt da auch 1.000 reinhauen, das klappt wunderbar. Kriegt dann. Aber die Platte sollte sich schon. Also jeder, der Aura Borealis hat, sollte auf alle Fälle auch die Casanova bestellen. Die kostet jetzt mal 5 € mehr, weil wir einfach Geld sammeln. Und die wird dem Projekt sehr viel weiterhelfen, weil die werden sich wahrscheinlich viele Leute kaufen. Genau, weil wenn man sowieso vorhat, die Platte zu kaufen, kann man es ja im Prinzip auch jetzt machen. Also, ne, Das ist dann. eigentlich das ist eigentlich der Sinn dieser Aktion. Genau, ne? Also dann ist beiden Seiten geholfen. Man hat das sich quasi schon reserviert, sage ich mal so. Und der Musiker, also in dem Fall der Holly, kann sie überhaupt erstmal machen, ne? Aufgrund der Sache. Ja. Ich sehe, es gibt zum Beispiel noch das Aura Songbook, ist hier mit dabei, was du hier mit, also als Crowdfunding-Schwelle hier mit hast. Genau, wir haben also ziemlich hart gearbeitet die letzten 12 Wochen hier. Wir haben das komplette Aura Songbook auf die Beine gestellt mit Zeichnungen von Sophie Mutlosen, eine ziemlich begabte Künstlerin, die also ganz, ganz einfache Sachen malt, aber sehr ausdrucksstark. Warte, ich zeig dir mal was. Solche Sachen zum Beispiel. Ah, cool. Wow, guck mal, die Sterne funkeln sogar. Durchs Facebook. Jo, geil. Ja. Ja, Kann man also das das in jedem Lied hat die ein Bild gemalt. Songbook, also wenn jetzt diese ganze Sache hier vorbei ist, könnte man es dann später trotz allem noch kaufen oder ist man schlauer dran, wenn man es jetzt kauft? Na, jetzt würde es uns halt mehr nützen. Ja, okay. Ja, sowieso, klar. Aber es ist Ja, nicht auf aber die. das gibt's dann ewig. Das drucken wir so lange, bis jeder eins hat. Okay, cool. Und es ist auch ganz einfach gemacht. Also so, dass also auch Gitarrenspieler wie ich die Lieder lernen können. Das hast du gesagt. Ja. Der Kirsten-Lorenz-Kalender ist ja noch dabei. Mit drei. Ja, na sowieso kaufen. Also Kirsten ist meine Frau, ganz begnadete Fotografin. Die macht manchmal einen Kalender. Dieses Jahr hat sie wieder einen gemacht für uns, auch um das Projekt zu unterstützen. Da hängt riesen Arbeit drin und die hat also 12 ihrer absoluten Killerfotos da reingemacht. Aber jetzt kommt ja das nächste Ding. Also wer schon nicht beim Jackie Bass Stunden nehmen will, warum auch immer man das nicht machen wollen würde, kann sich von der Bandmasseuse Anja massieren lassen. Das gibt es auch noch. Und dann Das. gibt es sogar in Oberwiesenthal noch Thai-Massagen. Und ja, also ich habe ja, wenn du viel spielst, hast du immer mal mit deinem Arm ein bisschen zu tun und der Anja, die knietscht dann immer meinen Arm wieder lang. Und ja, solche Sachen bieten mir an. Ist doch herrlich. Könntest du dich völlig gehen lassen. Also es sind wirklich richtig viele Sachen dabei, wo man sich das hier quasi wieder so ein bisschen zurückvergüten lassen kann. Aber wie gesagt, ihr könnt es eben auch so reinschmeißen. Ja, genau. So, nee, schön. Also gut, alles andere, ich muss jetzt nicht alles vorlesen, ihr könnt selber lesen. Ich Ja, aber gucke. die Hirschbeutel könnten noch erwähnt werden, weil das ist eine Riesenaktion. Ja, Kennst du genau. Hirschbeutel noch aus der DDR? Nee, ich bin, glaube ich, gar nicht so alt, wie du denkst, dass ich es bin, aber ich höre ab und zu mal was aus der Zeit. Warte mal.
das hier ist ein ziemlich altes Modell. Ah. Und zwar gab es in der DDR solche gewebten Wandbehänge, und da war ein Hirsch drauf. Die hingen immer bei der Oma hinterm Sofa. Und die ganzen Hippies und Blueser und Tramper der DDR, die haben die ihre Oma abgeluchst und haben dann solche Beutel draus genäht. Und da kam dann das Bier rein und damit sind wir rumgezogen früher. Und jetzt haben wir also diese Weberei angeschrieben, die die Sachen damals gewebt hat, und haben ein neues Design gemacht. Und das wird jetzt auf so einem 80 Jahre alten Webstuhl gerade eingerichtet. Die knödeln gerade 500 Zwirne zusammen. Und im Januar wird der Beutel da rauskommen. Und das ist auch, glaube ich, wir versuchen halt auch gehaltvolle Fanartikel herzustellen. Ja, klar. Die du im Leben nutzen kannst, einfach, um 25.000 Plastiktüten zu sparen. Also den, und, genau. Hm. Genau, den könnt ihr da auch kriegen. Und der wird wunderschön aussehen. Da bin ich drauf mit dem Mammut am Yukon. So ein bisschen eine Fantasieszene, aber das wird richtig kernig. So, also dann habt ihr auch nochmal was davon. Und die Anja schreibt nochmal, jeder nur eine Platte und dann sind wir durch. Genau, das wäre ginge eben auch. Also Kleinvieh sozusagen macht ja auch Mist. Und ihr habt dann jeder auch schon so eine Platte. Genau, sind ja schon viele jetzt. Hm. Achso, wie viel sind es denn? Warte mal, man sieht das ja 500. Hier. 500. Krass. Also in der Tribe sind 500. Mhm. Cool. Okay, gut, alles andere könnt ihr euch selber durchlesen. Jetzt nutzt noch mal ganz schnell die Gelegenheit, wer noch was sagen und fragen will, macht das mal. Ich würde nämlich sonst sagen, es gibt unglaublich viel, über was man noch so reden könnte. Der Hirschbeutel ist klasse, sagt die Sabine. Ich freue mich schon drauf. Ach, hast du schon einen bestellt, Sabine? Wahrscheinlich, sonst würdest du es ja nicht schreiben. Okay. Ja. Nee, also trotz allem, also es gibt, glaube ich, eine ganze Menge, und ich glaube auch so diese ganze Yukon-Sache gibt noch so viel mehr her, was man so an Geschichten erzählen kann und was man da so erlebt. Und ich glaube auch, was die ganze musikalische Nummer betrifft, wahrscheinlich könnten wir jetzt noch bis in die Nacht reden. Aber ich würde sagen, wir kommen vielleicht trotzdem so langsam zum Ende. Dann hast du noch mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen dann für dein nächstes Interview. Ich würde euch jetzt vielleicht noch ganz, ja, schreibt die Sabine. Also jetzt nochmal ganz kurz die Gelegenheit für euch, wenn ihr Bock habt, schreibt nochmal ganz fix irgendwas. Ich will auch eine CD, schreibt die Dagmar. Ja, dann müsstest du das also jetzt entweder über kickstarter.com kaufen oder du wendest dich an die Anja, war es gewesen, ne? Oder wer war es gewesen mit dem? Anja Blaue. Die Anja, genau, Anja Blaue, die gerade 3 Zeilen über dir geschrieben hat. Die Cora schreibt, ich höre euch zu. Bin auch bei driftwoodholly.com und lausche parallel der Musik. Sehr schöne Musik, ganz nach meinem Geschmack, da lacht mein Herz. Also diese Musik muss ich haben. Vielen Dank für so wunderbare Songs. Cool, krass. Alles. Anja schreibt, melde mich dann bei dir, Dagmar. Also ich merke schon, es wird genetzwerkt, es bringt ein bisschen was, das ist schön. Ich freue mich, dass ihr alle hier so zahlreich dabei seid, und wenn der Stream vorbei ist und Facebook jetzt nicht irgendwelche komischen Fehler macht, kann man den danach auch noch weiter gucken. Es gibt eine Rechneraufzeichnung, die noch zu YouTube kommt dann. Das heißt, ihr habt also die Möglichkeit, das dann nochmal nachzugucken, nochmal in kompletter Länge, wenn ihr wollt. Wenn ihr vielleicht zwischendurch weg musstet oder gar nicht dabei sein konntet, lasst andere Leute dran teilhaben, teilt es gern. Und ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal dafür, dass ihr mit dabei wart und über eure Kommentare das Ganze hier am Laufen gehalten habt. Bestimmt kam der ein oder andere Kommentar nicht durch, dann wenn es irgendwas ist, was nachher noch zu beantworten geht, würde ich es dann schriftlich machen, vielleicht auch der Holly, mal gucken, ob wir nochmal durchgucken können. Ich bedanke mich vor allem bei dir, Holly, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt gerade in dieser stressigen Zeit ist das nicht selbstverständlich, aber es ist cool, dass wir jetzt hier doch ein gutes Stück länger geredet haben, als wir eigentlich wollten. Weißt du, wie lange wir schon reden? Ja. Hast du es gesehen? Wir sind fast an 2 Stunden. Oder? Ja, genau. 1 Stunde 50 Minuten sind es jetzt fast. Mir war es nicht langweilig. Du machst eine richtig geile Sendung. Ich habe ja immer mal mit ein paar Interviewern zu tun jetzt, und du hast auch deine Hausaufgaben gut gemacht. Schön. Geil. Danke dir. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Vielen Dank auch an den. Stefan bin ich auch Freund geworden, der jetzt vorher in deiner Sendung war. Ja, super Typ. Ja, mit dem habe ich mal über Facebook Kontakt gehabt. Wir hatten ein kurzes Missverständnis bei uns, was wir aber gut ausräumen konnten. Und jetzt sind wir, der macht auch schöne Musik. Ja. Achso, okay, aber das bleibt jetzt unter euch, oder? Das Missverständnis, ja? Nee. Also. Hatten uns irgendwie ein bisschen auf dem linken Fuß erwischt beim ersten Mal. Achso. Aber wir sind Freunde geworden jetzt. Das klappt gut. Okay, gut, schön.
Die Sandra Fiedler schreibt: Schöne Weihnachten mit deinen Lieben. Die Doreen Kretschmer schreibt: Schöne Weihnachten, ihr Lieben, wir sehen uns bald. Willi warst spitze und Holly sowieso. Vielen Dank, Doreen, freut mich. Anja Ja. Blaue: machst du noch die wilden Jahre? Ach so, na eben, ja, Oh. stimmt. Du hattest ja vorhin eigentlich nochmal sowieso eigentlich nochmal zur Gitarre gegriffen. Das wäre eigentlich so eine schöne Sache nochmal. Rainer sagt: Super Sendung. Peter sagt: Allen ein schönes Weihnachtsfest. Ralf sagt: Super feine Sendung, bis bald. Michael Kager sagt: Ja, tolle Sendung, danke. Was meinst du, Holly? Hast du noch, also damit wir die Stunde, die zweite angefangene Stunde voll machen noch, spielst du uns noch eins? Ist das drin noch? Ja, ich spiele noch eins, aber ich spiele nicht die wilden Jahre. Ich Okay. habe aber das englische Gehirn an. Jackie sagt, schön und also auch nochmal recht herzlichen Dank an Jackie, den Mann mit dem Warwick Signature Bass, der sogar den Bass hinterhergeschickt bekommt, damit dann auch benutzt. Geile Nummer. Ja. Und denkt dran, also ihr Nein, könnt. Warwick hat uns auch schon gut unterstützt. Also ich bin da auch immer mal dort. Grüße an die Firma nach Markneukirchen. Also ihr könnt beim Jackie noch Bassstunden nehmen, macht es, solange es noch auf Kickstarter ist, sonst mache ich das nämlich. Sabine war klasse, super toll, sagt sie. Jackie sagt, klar, gerne. Also nochmal danke und ja, also danke auch an dich, Holly, für das Angebot, jetzt nochmal einen Song zu spielen. Ja, ich mach Welcher noch einen. wird's? Little Lily Mammoth Hair werde ich spielen von der Ja, ersten Platte. sehr geil. Weil es ist so auch ein richtiges Yukon-Lied. Es geht um die Mammutjäger von vor 10.000 Jahren. Da finden ja immer mal Elfenbein aus dem Dauerfrostboden, kommt das wieder raus. Die sind halt wirklich hier mal rumgerannt, die Mammuts. Und das ist ziemlich bewegend, wenn man solche großen Tiere hier hätte sich vorstellen können. Damals gab es ja die nomadischen Völker, die denen hinterhergezogen sind und die bejagt haben in die Karibus. Ja, das würde ich gerne spielen. Ja, sehr gern, sehr gern. Hau rein. Little Lily Mammoth here in the sun and got a scare. The river's never been so high. The space was gone, her dog not there. Half the tribe went in the pines where the two of us just stayed behind the old man's and his sparkly eyes. Me, I'm fine, we'll be on our way tonight. We'll be on our way tonight. Now the river covers all the ground while the moon comes up, but the dog's not found. Mammoth hair trails on the raft, the old man had uncovered yet when wrinkly arms and folds are tight, they drift off into the night. Into the night. There's more meat to suns down the stream where the mammoth lives. The grass is green. A dog jumps out of a berry bush, swims to rest just to be with us. Just to be with us. Swims to be with us. Sehr, sehr cool. Ah, ohne Geige, Mist. Aber trotzdem, sehr, sehr geil. Vielen Dank, dass du uns das jetzt zum Abend nochmal gebracht hast. Also zu unserem Abend. Bei dir ist es ja jetzt Mittag. Und also nochmal vielen Dank für deine Zeit. Es haben nochmal Leute hier geklatscht. Volker schrieb: Ein Dank an euch beide. So großes Kino. Anja Blaue: Oh ja, auch fein. Die Saps-Dü, wie sie sich hier nennt, sagt: Klasse. Sabine Kölner sagt: Schöner Abschluss. Anja Blaue war ein super tolles Abendprogramm, macht's gut und habt alle zusammen eine schöne Weihnachtszeit. Britt Böhlmann, jedes Lied lässt die Seele baumeln. Daniela Staude klatscht wieder. Anja Blaue, hallo Ecki. Und Daniela sagt nochmal: toller Abschluss eines tollen Abends. Doreen sagt auch: Huhu Ecki, der guckt jetzt offensichtlich zu. Also.
Richtig, richtig cool. Vielleicht für die Leute, die es interessiert, nochmal, also die dieses Sendeformat interessiert. Ich habe als nächstes hier, ich weiß nur noch nicht das Datum, den Ernst Dolwetzel, den man als MDR-Moderator vielleicht kennt oder Schauspieler. Der war auch mal bei GZSZ mit dabei gewesen. Also der wird in Zukunft dann noch ein bisschen mit mir sprechen. Und jetzt sieht das so aus, als würde sich der Holly so warm spielen und noch eins spielen wollen. Oder wie ist das jetzt gerade? Ich habe gedacht, um das Ding zum guten Abschluss zu bringen, Ja. ich spiele jetzt Casanova, das Titellied von unserer neuen Platte. Oh, jetzt. Und während ich das spiele, Ja. schaltest du ab. Okay, machen wir so. Gerne. Dann vielen Dank an alle, dass ihr da wart. Schöne Weihnachten. Danke, Holly. Mach's gut, Willi. Und bis bald. Aber wirklich ausschalten. Nein, nein. I look at you from the corner of my heart, swirling away in your feverish light, and the night guards are talking in the alleyway, and I wish that my love would know it's not right, but I'm part of your tribe, and I make love to this life, and I can't really hide, so I will see you tonight. I saw the sister down at the market. In passing, I caught a glimpse of your scent, and the midnight oil will see us burning if I trick the guards at the harbor lights. But I'm part of your tribe, and I make love to this life, and I can't really hide, so I will see you tonight. If the world would know how fast we're healing, if dance becomes primal essence, and the finest of love cures inquisition, you be my judge on the forbidden fruit, and I'm part of your tribe, and I make love to this life, and I can't really hide, so I will see you. I saw the sister down at the market. In passing, I caught a glimpse of your scent. I will. Sehr geil. Mach's gut, Holly. Vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute. Das war er. Der Holly. Vielen Dank nochmal an euch. Schön, dass ihr da wart. Wem es gefallen hat, folgt gerne auch dieser Seite, wenn ihr wollt. Wenn ihr mal wieder so eine Sendung gucken wollt, ihr könnt auch die letzte mit Stefan Johansson nochmal nachgucken, Folge 22, wenn ihr wollt. Der saß dann direkt hier neben mir. Ich habe mich gefreut, dass sich der Holly Zeit genommen hat. Vielen Dank nochmal an den Jackie. Vielen Dank an euch alle, dass ihr mitgeschrieben habt. Das war die Sendung. 2 Stunden haben wir jetzt vollgekriegt. Irre. Ich wünsche euch alles Gute, schöne Weihnachten. Und vielleicht laufen wir uns ja mal über den Weg. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.